Wir halten uns jetzt nicht mehr mit dem auf, was ich tausende Male erzählt habe. Dafür gibt es jetzt genügend Selbstgespräche, die haben sich immer mehr konzentriert auf die wesentlichen Punkte. Der wesentliche Punkt ist, du bist ein Gott. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, bist der Gott, der Schöpfer für alles, was du denkst. Und du wirst irgendwann einmal akzeptieren müssen, deine bisherige Geistlosigkeit, Unbewusstheit. Ich mache einen einfachen Satz: Wenn einmal ganz in einem tiefen Inbrunst in dir der von dir selbst gedachte Gedanke auftaucht, Mei, bin ich denn absolut wahnsinnig und blöd? Wie kann ich glauben, dass ich mit dem, was ich jetzt denke, nichts zu tun habe? Das musst du auf dich wirken lassen. Mit wem sollte denn Gedanken, die von dir gedacht werden, denn sonst was zu tun haben? Das ist unser Trick mit dem träumenden Geist. Und ich mache jetzt mal eine ganz einfache Situation. Ich bleibe mal in einer Ich-Form. Ich sitze da, ich schlage eine Zeitung auf. Ich habe diesbezüglich Informationen. Und jetzt lese ich irgendwas. Ich schaue Worte an und während ich diese Worte anschaue, mache ich aus diesen sinnlich wahrgenommenen Informationen aus diesen Worten auf dem Blatt Papier, das in einer gewissen Entfernung vor mir zu sein scheint, was aber jetzt meine Information ist, mache ich Geräusche, indem ich diese Worte ausspreche. Und das baut jetzt in mir Vorstellungen auf. Ich denke mir jetzt zum Beispiel einen unendlich bösen Putin nach Russland aus. Und ganz liebe, menschenfreundliche Politiker nach Deutschland, die sich aufopfern für ihre Bürger. Ich kann natürlich jetzt die Qualitäten austauschen. Ich kann jetzt sagen, diese Politiker sind Wahnsinnige, die uns in den Krieg treiben. Das steht ja nicht da. Okay, und ich baue jetzt irgendwelche Menschen in meinen Kopf aufgrund dieser Worte, die ich vor mir in der Zeitung sehe, auf. Und ich rieche mich gnadenlos plötzlich über diese schlimmen Menschen, über diese bösen Menschen auf. Und jetzt frage ich dich, können diese Menschen, die du dir jetzt aufgrund von Worten ausdenkst, sich raussuchen, dass du sie denkst? Und dass sie genauso sind, charakterlich, wie du sie dir ausdenkst? Und wenn du jetzt die Fähigkeit hast, als Geist, dich dabei vollkommen wertfrei zu beobachten, wenn das sich in dir abspielt, dann bist du mit einem Fuß aus diesem Schlamassel draußen. Schlamassel ist übrigens ein jüdisches Wort. Und das ist bei dir zu 80% deines angeblichen Wachbewusstseins der Normalzustand. Ob du dich auf der Arbeit über was aufregst, ob du dich über andere Menschen aufregst, über die Politiker, über den Putin, über die Amerikaner, über die Impfgegner, über die Impfbefürworter, egal über was du dich aufregst. Es sind hundertprozentig sicher nur von dir selbst erschaffene Informationen. Und du bist der Einzige, der das erlebt, was du aus diesen Reizauslösern machst. Du bist der Einzige, der das erlebt, was du denkst. In der Symbolik, der Sprichwort oder der Märchen heißt es, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals irgendwelche Antagonisten. Glaub mir, ich sage immer wieder, alles, was du denkst, ist letztendlich wie das Wetter, das du dir ausdenkst. Der Putin ist wie das Wetter, der Trump, der Udo Petscher ist wie das Wetter. Dem Wetter ist scheißegal, ob du das gut findest oder schlecht findest. Deinen Gedanken ist es vollkommen gleichgültig, wie du sie dir denkst. Sie kriegen es nämlich nicht mit. Die Menschen, die du dir ausdenkst, die kriegen das nicht mit, was du denkst und was du Geist erlebst. Das ist hundertprozentig sicher ein vollkommen neues Weltbild. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals irgendein Gedanke, etwas Existierendes. Tiere sind sterbliche Lebewesen. Nur der ewige Geist erlebt den Traum. Punkt. Das war jetzt ein kleines Vorwort, so kann ich es gelten lassen, weil dann nämlich jetzt alle. Physikalischen, jetzt bist du eingefroren. Jetzt Ja, jetzt war geht's. es passiert. Geht wieder. In einer Aussage, dass das reine Physik, dass ich immer wieder diese Filmgeschichten mache,
hier mit meiner Este, in der ich mich versteckt habe, dass in deinen Geschichtsbüchern, in deinen Religionsbüchern, in deinen Chemiebüchern, wenn du die einseitig auslegst, und eine einseitige Auslegung ist das, was die sogenannten Fachleute, die Experten machen, gleichgültig, ob es ein Theologieexperte ist, der sagt, was im Koran drin steht, ob es ein Religionsführer ist, ein muslimischer, es ist immer derselbe Koran. Und dann schauen wir diese vielen muslimischen Sekten an, die sich bekriegen. Es ist immer derselbe Torah, dieselbe Bibel auf Deutsch. Und dann schau dir diese vielen christlichen Strömungen an, die sich mehr oder weniger, jetzt zwar nicht unbedingt in der heutigen Zeit bekriegen, aber sich sehr unterschiedlich meinungsauslegungstechnisch gesehen widersprechen. Was das bedeutet oder was das bedeutet. Weil ihr verlernt habt, ihr normalen Menschen mit einem extrem erniedrigten Geist im Hintergrund. Das ist das Problem der Naturwissenschaft. Ich betone nochmal, diese Naturwissenschaft, die wir uns jetzt ausdenken, ist ja auch nur ein Gedanke, die Naturwissenschaftler. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir jetzt denke, das heißt de facto, hier und jetzt aufgrund meines Denkens als Information in mir erschaffe, Vorwürfe, dass er so ist, wie er von mir erschaffen wird. Es kann ein Computer, den ich mir denke, nicht anders funktionieren, wie ich mir das denke. Es kann ein Verbrennungsmotor nicht anders funktionieren und auch nicht ein Ökologiesystem. Aufbauend immer auf einem gewissen Wissen. Und du bist ich, du funktionierst genauso, bloß dein Wissen, das du zum Denken benutzt, dein Schwamminhalt, wie ich das nenne, der ist so unendlich primitiv und fehlerhaft, der baut eine Führerscheinprüfungsbogenwelt in dir auf. Und das Geheimnis ist das Wort, das muss jetzt reichen. Ich habe jetzt das geschafft, in unter 7 Minuten nochmal das Wesentliche vorne wegzusagen. Und wir springen jetzt, ich habe heute ein kleines Update gemacht und da springen wir jetzt ganz kurz rein. Und zwar muss ich dann hier in unserem, das ist noch nicht gesetzt, das hast du dann in den Update schön in Farbe gesetzt, drunter. Und zwar bauen wir das auf so einer Internetseite, Vertrauen ist alles, aus dem Sein. Das ist hier der erste Ansatz, Vertrauen auf das Leben, das für euch sorgt. Vertraut auf eure Kraft, auf die innere Kraft in dir selber. Wenn ich immer wieder sage, die Naturwissenschaft hat dich entheiligt, die Ärzte sind Krankheitenerfinder, die Schulmedizin hat die Selbstheilungskräfte ausgeschalten, weil ja ohne Tabletten, ohne Medizin, ohne Operationen nichts mehr gesund war. Du wirst dich wundern, es funktioniert alles komplett anders. Mhm. Und das ist jetzt hier ein kleiner Auszug und ich habe jetzt das schon wieder so komisch geschrieben, das wird dann rot sein. Hier ein Kol, ein R. Und wenn wir das jetzt hebraisieren, wir wissen das, wenn man sich mit Holofilling beschäftigt, Kol heißt alles, Ein heißt nicht existierend und er, das sind wir zwei. Wieso wir zwei? Weil wir einer sind. Müsstest du den Bildschirm übertragen? Oh, entschuldige, ich habe den Bildschirm nicht übertragen. Jetzt war ich zu schnell. Mach ich. Ach Gott. So, schauen wir uns das einmal an. Ja. Das ist also das neue Update. Das ist ein kleiner Auszug aus dem Lichtweltverlag. Das ist eine Internetseite, wo hier einer, ich sag mal, hier informiert wird, ein Schreiber, den denken wir uns jetzt natürlich aus. Du musst dir klar machen, alles, was du erlebst, sind deine Informationen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Internetseite aufschlage, die Internetseite zum Beispiel, dann habe ich den Lichtweltverlag. Dann habe ich hier Worte, ich mache jetzt wieder Vertraut darauf, dass das Leben für euch sorgt, vertraut auf eure Kraft. Da denke ich mir jetzt an Jan Kassel aus. Das sind nur Worte, das ist genau dieses Spiel. Der Jan Kassel, den ich mir jetzt denke, ich kenne den ja nicht, da lese ich jetzt vielleicht viele Sachen, viele Einträge von ihm, Gespräch mit den Meistern und dann bilde ich mir ein Bild und ich denke mir jetzt Menschen aus, die sagen, das ist ein totaler Spinner, der glaubt, der spricht mit aufgestiegenen Meistern und mit Jesus und so weiter und so fort. Andere meinen wieder, das ist ein Heiliger, weil er solche Sachen von sich gibt. Ich sage, nee, der ist jetzt das da mal ein Gedanke. Ja. Er ist ein Gedanke wie du und ich, wenn wir an uns denken. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich mir einen Jan von Kassel ausdenke, ob ich mir eine Helene ausdenke, an Udo ausdenke,
es sind meine Informationen. Ich sage nochmal, du erlebst nur deine selbst erschaffenen Informationen. Jetzt kommt aber dieses Ich und Ich, wenn ich sage, wir sind ein Geist, es gibt nur einen Geist, dieser Geist nennt sich in der Religion Gott oder Allah. Gibt es noch andere Namen, Manitou? Christus, Buddha und so ist schon was anderes. Untersysteme, Gottsöhne. Was es hier wichtig ist das eine der Urknall, bevor er geknallt hat, in dem sich alles gleichzeitig befindet. Und aus dem taucht jetzt, ich sage das modern, das ist das Internet. Und da tauchen jetzt erst einmal Internetzeiten auf. Wir kommen jetzt gleich zu den Zeiten. Auf jeden Fall hier, dieser Jan von Kassel bringt jetzt hier eine kleine Geschichte. Und das ist eine kleine Geschichte von Laozi. Jetzt sind wir in China. Laozi, der Daoismus. Diese Geschichte ist sehr bekannt, die will ich jetzt gar nicht reinlegen. Da kommt aber über die Zufriedenheit, die Selbstzufriedenheit von dem, was ist. Dass Menschen immer meinen, es müsste was besser werden. Du kannst eine göttliche Schöpfung nicht besser machen, wie sie Gott erschaffen hat. Der erste Warn ist zu glauben, ihr Menschen als Affen, wenn ihr nachhilft, glaubt, ihr müsstet die Welt besser machen, wie sie jetzt ist. Mache ich einen Krimi besser, wenn ich die Verbrecher oder die Mörder aus dem Krimi weglasse? Ich entheilige das heilige Ganze, das aus unendlich vielen, alles, was prinzipiell existieren kann, besteht, wenn ich irgendwas nicht haben will. Das ist Liebe deine Feinde. Bin ich reichlich darauf eingegangen, worum es mir geht. Ich habe jetzt aus dieser Geschichte, die kannst du ja lesen, wenn du Lust hast. Märchengeschichte gibt es übrigens in Tausenden von Variationen, auch in anderen Religionen, minimal abgewandelt. Gehe ich auch in den Schriften drauf ein. Die kannst du hier aufschlagen und jetzt beginnt es hier ein kleiner Auszug aus. Und jetzt habe ich das hier, wird dann im Original, dem Update, rot sein. Und das ist blau. Blau ist immer, was du sehen kannst, was wirklich zu existieren beginnt. Und rot ist der Hintergrund. Und das ewige Hier und Jetzt ist der Hintergrund für alles, was du räumlich und zeitlich um dich herum verstreust. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich jetzt was hindenkst, es ist hundertprozentig deine Information. Das ist mein Satz, was hat ein Känguru in Australien, der Neandertal in der Steinzeit und der Alphetum gemeinsam? Mich, Geist, weil diese Sachen hier und jetzt in meinem Kopf, beroschet in meinem Kopf sind, weil ich sie mir denke. Ja. Ich erschaffe die jetzt durch mein Denken. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache von einem bewussten Geist und die Tatsache, die Fakten deiner geistlosen Schwätze, die meinen Fakten sind, irgendwas, was da außen existiert oder in der Vergangenheit existiert hat, bevor das ein Geist denkt. Das sind tiefgläubige Materialisten oder religiöse Menschen, denn Jesus hat es ja schon vor mir gegeben. Jesus, ich als Jesus sage dir, wahrlich, ehe Abraham war und Moses und Adam war, war ich. Weil wenn ich mir diese Märchentypen nicht ausdenke, existieren die nicht. Wenn die existieren, existieren die hier und jetzt in meinem Kopf. Und ich, UB, sage dir jetzt, ehe ein Jesus war, bin ich. Weil wenn ich mir einen Jesus nicht ausdenke, dann existiert er nicht. Und ich sage jetzt, was du dir denken sollst. Und ehe dieser Schwätzer Udo, den ich mir jetzt ausdenke, war, bin ich. Weil wenn ich mir keinen Udo Petscher ausdenke, gibt es den nämlich auch nicht. So ist es. Jetzt, das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Drum behaupte ich, dass ich du bin. Ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke. Ich rede jetzt als roter Geist, als etwas, was als Ding an sich nicht existieren kann. Dass egal, was ich denke, das wird es ohne mich nicht geben. Geist ist eben. Das ist unsere Nulllinie und das andere sind die Gedankenwelt. Also gut, dieses Call einer und das jetzt gleich immer, wenn eine hier dies lesen, man muss die Grundlagen sich aneignen oder du musst es sein lassen. Das ist jetzt hier so ein kleiner Satz aus dem Sein, blau gelesen. Dieses blaue Sein ist existierend, das rote Sein steht, das Bewusstsein ist nicht existierend. Wir machen nur hier hebräische Wörter draus, also Zeichen draus. So, und jetzt schauen wir uns das einmal etwas an, wie weit es dann geht in der Sprache, wenn man das kann. Das ist jetzt Originaltext aus diesem kleinen Meer, aus dieser Laozi-Märchengeschichte, aus dieser taoistischen Märchengeschichte. Wie könnt ihr über ein Buch urteilen? Ich habe jetzt das hier wieder rot, dann in dem Satz unten und das Buch, das wir uns ausdenken. Und jetzt muss man zuerst einmal wissen, der erste Trick, Ain, heißt ja, bedeutet nicht existierend. AI. Das ist immer unsere Rot-Blau-Lesung. Das ist einmal zuerst der Schöpfergott.
Wenn wir es blau lesen, ist die Schöpfung deines Intellekts. Das heißt, dein Intellekt ist ein Programm, dein Schwamminhalt. Das ist das Programm und die Daten, die Software im Arbeitsspeicher, wenn du ein Computer bist. Und dann entsteht eine Schöpfung aufbauend auf diesen Intellekt. Und der, der das erlebt, ist der Schöpfergott. Ja. Und dieses AI heißt auch Nicht und Un, ist ein Verneinungspartikel und heißt auch Wo. Den Rest gehe ich jetzt nicht drauf ein. Man kann das lesen. Wo heißt nichts, ist diese Insel. Das heißt, göttliches Sein ist Gott und in der Mitte taucht was Raumzeitliches auf. Diese vier Dinge sind die vier Spiegel in unseren Spiegeltetraeder. Ich gehe da jetzt gar nicht länger drauf ein und wenn mein N hinten dran hängt, das haben wir tausendfach erzählt, dann heißt es Nichtsein, Nicht-Vorhandensein. Nicht existierend ist jetzt natürlich interessant, weil existere heißt ja heraustreten aus, auftauchen. Es ist sehr interessant, es kann durchaus was nicht existieren, obwohl es existiert. Das sind nämlich immer unsere zwei Seiten, schau das kleine Bild an. Weil existere heißt heraustreten aus. Zuerst einmal muss etwas aus Gott, aus der absoluten Einheit, aus dem absoluten Nichts, dieses Creatio ex nihilo. Creatio, die Kreation, heißt übrigens auch eine Auswahl. Du wählst Creatio ex heraus aus dem Nihilo, aus dem Nichts. Das ist Gott. Gott ist nichts. Und dieses Buch, wenn man ein Buch, ein nicht existierendes Buch, und jetzt klicke ich da einfach mal drauf und jetzt siehst du, jetzt habe ich einfach diese Buchstaben B-U-Z. Das ist jetzt CH im Hebräischen. Jetzt habe ich einfach mal dieses Buch, diese Buchstaben Buch von rechts nach links geschrieben. Und dann hast du hier blau gelesen, dieses Polare ist außerhalb, die außerhalb seiende Polarität ist eine aufgespannte Kollektion von Denkmöglichkeiten. Mhm. Das wäre zum Beispiel Hell und Dunkel, Sonnenschein und Regen. Das ist die Kollektion. Sehen kannst du aber nur den Sonnenschein oder den Regen. Eventuell in dem Fall auch beides, wenn ein Regenbogen auftaucht. Genau. Und das kann man jetzt hier reinlesen. Es wird jetzt hier erklärt, so eine polar aufgespannte in ihm kann das bei Bewaff heißt nämlich auch noch in ihm im Hebräischen. Darum heißt es in ihm. In diesem Geist, der sich das ausdenkt, ist immer eine Kollektion. Eine Kollektion, die kleinste Form ist eine Gedankenwelle. Ja. Okay, jetzt habe ich da schon den Verweis auf Sefer. Diese Sefer ist jetzt das hebräische Wort für Buch. Das ist einfach das Um. Sefer heißt auch Buch, eine Buchrolle, ein Brief, interessant auch noch ein Papier. Das ist ja ein Friseur. Da gibt es keine Zufälle, da haben wir den Friseur. Pass auf, wenn ich das wieder heparisiere, BR heißt zum Beispiel das Äußere, wenn ich jetzt BR antippe, unter anderem, auch Sohn auf Aramäisch, der Acke, das Äußere, ein freies Feld, upsala, da muss ich hin. Das Äußere und B heißt in mir und R heißt erweckt. Das Äußere wird in mir erweckt. Ja. Das, was ich dann kriege, der Friseur, FRI hebraisiert heißt, dann habe ich eine Frucht, die in mir auftaucht, ein Erzeugnis. Für die heißt nämlich auch Frucht und Erzeugnis. Jetzt wird es schon interessant. Das ist dieses FRI. Und jetzt merke ich, dass da ein System, ein Ertrag, ein Verdienst, eine Nachkommenschaft, ein System dahinter ist, das ganz, ganz perfekt arbeitet. Das heißt, du Mensch wanderst von rechts nach links. Das ist das Rechte, das Richtige nach links. Links hast außen linkisch umgedreht. Mhm. Wir haben zurzeit einen absoluten linksradikalen Faschismus in unserer Traumwelt. Mhm. Eine Welt von Wahnsinnigen, die permanent von Freiheit reden, von Gleichberechtigung, alles und jeden, der nicht diese Meinung vertritt, verbietet. Mhm. Es ist die Zensur, ist mittlerweile nahezu auf der Größenordnung in Bezug, was Medien anbelangt, was man im Nazireich hat. Habt ihr denn von eurer Vergangenheit nichts gelernt? In vielen Selbstgesprächen spreche ich das an. Ja. Es wird nur noch gegen die Nazis gehetzt, egal auf welche Seite. Nazi ist das einmal ganz neutrales Wort, das heißt dann Nation. Genau. Oder das Z jetzt gehetzt, das wird nur noch verboten. Jede Kleinigkeit, das wird alles, was den Idioten nicht einfachen Menschen, einfach nur Gedanken, diesen Zombies nicht in den Kram passt. Und wohlgemerkt, ich verfüge über das Bewusstsein, schau mein Lächeln an, dass alles, was ich mir denke, absolut bewusst erschaffen ist. Ja.
Und was uns zwei verbindet, ist, dass wir ein und derselbe Geist sind. Was uns unterscheidet, ist, dass ich vor dem Bücherregal stehe und alle Bücher erschaffen habe und schon gelesen habe, zwangsläufig, wenn ich die erschaffen habe. Während des Erschaffens entstehen die. Und du bist ich in der Vergessenheit. Du steckst zurzeit bloß in einem Leben drin, in einem Buch. Und verwechselst dich mit der Hauptrolle. Der Protagonist in deinem jetzigen Traumleben ist der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ja. Jetzt muss man natürlich wissen, dass der Protagonist diese Figur ist, wie ein Schauspieler, wie wenn du als Schauspieler auf die Bühne gehst und du spielst den Hamlet oder du spielst den Mephisto, den Faust, der spielt. Letztendlich ist es gleichgültig. Ich denke mich so, welche Rolle du spielst, zurzeit spielst du die Rolle von dem, der jetzt vom Computer sitzt und an den denkst du, wenn du an dich selbst denkst. Ja. Und er schreibt dir dieses Programm vor, das zurzeit in dir sich abspielt. Das ist, wenn ich immer sage, du stellst dir vor, du wärst ein Computer und du erlebst das, was in dir selbst passiert, was in dir auf dem Monitor auftaucht, was Lautsprecher, was du zu hören bekommst, das ist jetzt praktisch der Output, ist aber erzeugt durch ein ganz gewisses Programm, durch einen ganz gewissen Intellekt, das ist das, was du im Arbeitsspeicher zurzeit abspielst. Ja. Und da sind natürlich auch andere Figuren, die in dir auftauchen, wo du sagst, die bin ich nicht, das sind die Antagonisten. Das sind die Gegenspieler, da bin ich drauf eingegangen, ich erspare mir das jetzt. Du Mensch wanderst von rechts, von der richtigen Seite, das heißt das Zentrum, nach links außen, dann wirst du umgedreht durch das Buch aller Bücher in der Welt vieler Meinungen. Das heißt, unsere hebräische Tora liest man von rechts nach links. Das heißt, wenn wir uns da ganz kurz noch mal einen Blick reinschmeißen und wenn du dann ganz links außen angekommen bist, am Ende, das ist, liest man von rechts nach links. Beginnt übrigens mit das, was über meinen Kopf drüber steht, wenn du es anschaust hier. Das ist Berosch. Das heißt, inmitten dieses Kopfes erschafft El Hayom, Gott das Meer, UB 86 El Hayom, das bin ich. Nicht der Gedanke Udo Petscher, sondern dieses Nichts im Hintergrund. Den Himmel und die Erde. Und zwar so, wie sie ausgedacht wird. Wie kann man die Erde als eine Scheibe ausdenken? Als das haben wir ja tausendfach alles durch. Worum es mir jetzt eigentlich geht, dass du dieses Prinzip des Buches, jetzt muss ich gleich einen Moment, bin der Wendt verwirrt heute, da haben wir den Seber, da haben wir das Buch, du wanderst also von rechts nach links, von der richtigen Seite nach außen, durch das Buch aller Bücher in die Welt vieler Meinungen. Jetzt bist du außen und jetzt liest du praktisch von links nach rechts ständig. Das sind, wenn du die Bibel dann machst, von links nach rechts. Und kehrst dann wieder von links außen. Schau dir diese drei Buchstaben an. Das Schafe ist es wie ein B. Von der Welt deiner Beschwörungen, der Meineide, die du geistlos nachhörst, in deine rechte Einheit zurück. In den Kopf, das ist die echte Einheit, weil das R alleine steht für den Kopf. Ja. Das heißt, in mein göttliches B, Roshit, in diesen göttlichen Kopf zurück, in den Kopf. Ich denke dich aus und ich hole dich wieder zurück, wenn du weißt, dass ich bin. Da sind wir nämlich im selben Kopf. Wir sind derselbe Kopf, dasselbe Kopfkino. Mhm. Dort wohnst du in meiner göttlichen Liebe und diese Liebe sagt zu allem ja. Ja. Jeder Moment ist eine göttliche Schöpfung. So ist es. Es sind jede Gedankenwelle, die in dem, der im Meer immer ist, El Hayom heißt Gott das Meer, auftaucht, ist eine göttliche Schöpfung und sie taucht immer symmetrisch auf. Das ist jetzt der Trick. Das heißt, ich kann mich entheiligen, ohne mich zu entheiligen. Du musst irgendwann einmal den Widerspruch lernen. Und ich mache jetzt gleich einen kleinen Cut. Und jetzt solltest du das nicht am Dus, das vorhergehende Selbstgespräch mit meinem Professor Lesch oder wenn ich jetzt von den Politikern oder den Physikern deiner Welt rede, dass ich diese Elite sind absolute Vollpfosten und Deppen, dann kannst du sofort wieder reagieren und sagen, der beleidigt dir und es ist nicht schön, wenn man andere beleidigt. Ich beleidige niemanden, bei mir ist alles wertfrei. Du beleidigst, indem du ein Wort einseitig auslegst. Ich weise immer und immer wieder darauf hin, dass du diese Worte, diese Radix immer rot und blau lesen kannst. Mhm. Wir machen ganz kurz nochmal vom letzten Selbstgespräch, da gehe ich drauf ein, diese Radix Ra. Das ist also hier das R und das A. Und du wirst jetzt feststellen, dass das zum einen hier Böse, die Bosheit im Schlechten, das Böse, das Schlechte,
die Verderbtheit, das Unglück, das Übel, das Dichten und Trachten, die Schlechtigkeit ist. Es ist aber auch der Freund, der Gefährte, der Geliebte, der Genosse, der Kamerad. Haben wir noch was? Das Streben. Das war's, Volksgenosse. Können wir gefährlich, hässlich, schlecht anzusehen, schlecht, bösartig. Wir haben hier zwei Seiten. Wenn wir das jetzt einfach machen, ist der Kopf die Quelle. Diese Symbolik dieser zwei Zeigen, weil nämlich das Ain heißt zum einen einzeln gelesen, dieses Wort heißt zu einem Quelle, aber auch Auge. Mhm. Und es ist ein berechneter Augenblick. Ein berechneter Augenblick ist, da bricht was auseinander, dann hast du eine Gedankenwelle. Wenn ich die Zeichen hinschreibe, das sind ja jetzt erst einmal Konsonanten, dann wirst du feststellen, es hängt davon ab, wie ich das ausspreche. Die negativen Eigenschaften, wenn wir jetzt uns das anschauen, wird Ra ausgesprochen. Dieses Ra ist ein berechneter A-Augenblick. Und die Gute, das, wenn ich jetzt zum Beispiel den Freund mache oder den Geliebten, dann wird es Rea ausgesprochen. Das heißt, dieses R als Konsonant macht man ein E-Vokal dran, Re, und dann der reine Gurgellaut A hinten, Rea. Aber das kann ich dann auch sagen, Rea heißt, wenn ich weiß, dass dieses A der Augenblick ist, dann ist Rea heißt ja ein zurückkehrender Augenblick. Ja. Das ist die Liebe, weil es mein Geliebter ist. Ich hole diesen Augenblick, den ich vor mich hingestellt habe, wieder zurück, weil ich ihn liebe. Es ist in dem Moment, wo ich den denke, ist es ein Freund von mir. Mhm. Es ist auch mein Nächster. Der nächste Gedanke, den ich habe, ist der Gedanke, der ausgedachterweise, den ich mir jetzt denke. Das Nächste ist natürlich, Enchat heißt schon wieder, eine existierende Kollektion besteht immer aus einem Wellenbalg und einem Wellental. Das heißt, ich kann jetzt an hell denken und ich kann an dunkel denken. Aber ja, insgesamt gibt es ein rotes Hell im Hintergrund, das ist hell und dunkel gleichzeitig. Das ist die Sache mit dem Dark, bestehen aus 24 Stunden, ein allereinziger Gedanke, eine Kollektion, den ich jetzt einteile in eine Dark-Hälfte und in eine Nacht-Hälfte. Aber Dark und Nacht blau gelesen ergeben zusammen den roten Dark. Mhm. Das sind Sachen, die ich vor 25 Jahren erklärt, dass für jedes Wortbärchen eine Trinitätsbezeichnung besteht. Gesund und krank ist zum Beispiel beides zusammen ist heil. Ja. Wobei der normale Mensch das nicht heil nennt, sondern gesund nennt. Und jetzt ist sehr wichtig, da bin ich immer auch in den letzten Selbstgesprächen darauf eingegangen. Wenn ich dich jetzt frage, hast du dich jetzt die ganze Zeit ist immer ein ständiger Wechsel im Jetzt, hast du dich gesund oder krank gefühlt, solange du jetzt dieses Video angeschaut hast? Dann wirst du dir eingestehen, weder noch. Du hast dann nämlich nicht an deinen Körper gedacht. Wir haben zwar teilweise vom Körper gesprochen, aber um zu überprüfen, wie der Körper sich jetzt anfühlt, musst du dir das denken. Du musst nachschauen. Du musst ganz gezielt eine Information aufbauen, die du, wie fühlt sich mein Körper jetzt an? Und dann baust du diese Information in dir auf. Und dann wirst du sagen, gut, ich bin krank, ich habe die Knie, die Hüfte tut mir weh, ich habe Kopfschmerzen. Was komischerweise nicht da ist, wenn du nicht dran denkst. Weil ich dir nochmal sage, es existiert prinzipiell immer bloß das, was du jetzt denkst oder was du anschaust. Und der nächste Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Da außen gibt es keine Menschheit und kein heliozentrisches Weltbild. Du fängst jetzt ganz einfach an, das erste und das zweite Gebot zu halten. Ja. Du bist Geist. Mach dir kein Bild von Gott. Du bist der Gott für das, was du dir ausdenkst. Und dieser Schöpfer, der in sich Informationen aufbaut, ist als Ding an sich ein absolutes Nichts. Der kann auch nicht zerstört werden. Und wenn du das jetzt verstanden hast, dann hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Weder von Coronaviren, noch von einem Krieg, einem Atomkrieg, weil das alles Sachen sind, die nur existieren, wenn du sie denkst. Ja. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Und versuch das bitte nicht irgendeinen Gedanken von dir zu erklären. Es zeigt sich deine Erbärmlichkeit, wenn du meinst, das stimmt erst, wenn die Menschen in deinem Traum dir das bestätigen. Du musst der Erste sein, der das bestimmt. Und wenn du das bestimmst, wenn die Menschen um dich herum das anfangen zu glauben, die können gar nicht anders, wenn du dir die so ausdenkst. Ja. Wenn du jetzt aber meinst, gut, dann muss ich mir ja bloß denken, dass das alles Gute sind, verwechselst du das rote Gut schon wieder mit dem Blauen. Das rote Gut ist Dov. Dov vera. Wenn du vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist. Ja. Aber ich kann da nicht nochmal, das ist einfach nur Dov, schreibt sich eine gespiegelt aufgespannte Polarität. Das ist das hebräische Wort für gut.
Ja. Das System, das ich dir hier zeige mit Holofeeling, ist ein Matrix-Code. Du kannst komplett die Welt, die Naturgesetze, alles verändern in deinem Traum, wenn du das beherrschst. Aber verändern kann es niemals ein Gedanke von dir. Nicht der, an den du denkst, wenn du jetzt an dich selbst denkst. Dieser Mensch, dieses sterbliche Säugetier, das dann mit deinem Körpergefühl in dir auftaucht, kann gar nichts verändern. Du Geist kannst das verändern. Da musst du aber zuerst wissen, dass du ein ewiger Geist bist. Und jetzt wirst du feststellen, dass dieses hebräische Wort für gut ist eigentlich die Spiegelung einer aufgespannten, außerhalb existierenden Polarität. Das ist eine Gedankenwelle. Rot gelesen ist es jetzt der Rai. Das ist im Mittelpunkt, der Spiegel im Mittelpunkt ist verbunden, vereinigt im Mitten. Das ist dieses Nihilo, Creatio ex Nihilo. Eine Auswahl aus diesem absoluten Nichts. Das ist Ain, ein Buch. Wir sind wieder am Anfang. Mhm. Das war jetzt nur ein bisschen und jetzt habe ich hier noch das Buch des Sefer. Haben wir jetzt verschiedene Wörter für Buch. Das Sefer habe ich gar nicht durchgesetzt. Das musste ich da fast noch mit dazu schreiben. Das ist jetzt die Buchrolle Esther, habe ich hier bloß reingemacht. Das ist eine Buchrolle, eine Schriftrolle. Ich muss da fast das Sefer noch mit dazu machen. Warte mal einen kleinen Moment. Sonst vergesse ich das. Ich werde mich als alter Mann immer vergesslicher. Schau, das machen wir jetzt so. Wir können das machen, es sieht eh kein anderer außer wir zwei. Ja. Das ist interessant, ne? Mhm. Jetzt hat hier der Lautsprecher ja gesagt. Ich glaube ja nicht, dass der Lautsprecher, der jetzt ja gesagt hat, hier im Hintergrund mit einer von dir ausgedachten Helene, dass die das jetzt mitkriegt. Nein. Du Geist kriegst es mit. Ja. Du kriegst es mit, wenn du glaubst, du bist die Helene, und du kriegst es mit, wenn du glaubst, dass du der bist, an den du eben zurzeit denkst, oder Namen sind jetzt austauschbar. Mhm. Der das Leben im Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Weder der Protagonist noch irgendein Antagonist, ein ausgedachter Mensch erlebt gar nichts. Ein ausgedachtes Tier erlebt nichts, die spüren nichts. Nur der Geist, der träumt, hat die Gefühle und erlebt es. Der spricht auch den Figuren dann Gefühle zu. Also du musst nicht sympathisieren mit irgendjemandem, mitleiden. Okay. Da haben wir jetzt, dann kommt nur ihre, wenn ihr nur eine Seite gelesen habt. Das heißt, wie könnt ihr über ein Buch urteilen, wenn ihr nur eine Seite gelesen habt? Jetzt schauen wir uns das einmal an. Pass auf, was da passiert. Wir haben jetzt da verschiedene Sachen. Eine Seite, ein Blatt, eine Buchseite schreibt sich zu einem. Das sind jetzt hebräische Wörter für diese Seite. Das ist blau gelesen, an der geistigen Oberfläche geöffnet, eine Öffnung, ein geöffnetes Wissen. Blau gelesen. Rot gelesen ist es geschlossen, im Geist geschlossen, die Weisheit. Die Weisheit ist das Wissen Gottes. In der Physik haben wir hier das weiße Licht als Symbol. Mhm. Und das zerspringt jetzt, das wird aufgebrochen. BR, wieder dran denken, das Äußere. Es wird aufgebrochen in unendlich viele Farben. Und das ist das geöffnete Wissen. Das heißt, eine Seite, ein Blatt eines Buches ist ein geöffnetes Wissen. Ich muss ja das Buch zuerst einmal aufschlagen. Mhm. Jetzt haben wir aber hier noch ein zweites. Wenn ihr nur eine Seite gelesen habt, das heißt nämlich auch Seite, das schreibt sich ZD, die Flanke, die Hüfte, die Partei. Jetzt wird es nämlich die Flanke oder die Hüfte, die eine Seite, ist auch eine zeitliche Geburt, die geöffnet wird. Ich kann nämlich, wenn ich jetzt das Buch öffne, ich habe fast viele Seiten, die sind alle eins, das ist ein Gedanke, eine Kollektion. Die Kollektion ist sehr wichtig. Und genau. Jetzt schlagen wir, um zu lesen, das Buch, schau das kleine Bild und dann zuerst einmal auf, jetzt hast du schon mal eine Ecke. Genau. Und du wirst dich jetzt auf eine Seite fokussieren müssen, sonst kannst du nicht zum Lesen anfangen. Genau. Das habe ich tausendfach erklärt. Interessant ist,
diese Seite ist ein vergänglich geöffnet, weil sobald du liest, du wirst es immer wieder umblättern. Und das sind jetzt diese. Was hast du im Hintergrund? Der Anrufbeantworter. Alles klar. Du Geistesfunk weißt doch mittlerweile, alles hat immer zwei Seiten, genauer zwei aufgetauchte sichtbare Seiten und einen versteckten geistigen Hintergrund. Das wäre jetzt in dem Fall, wir müssen das erste Mal zwei Seiten aufmachen und dann hast du schon zwei Seiten, wenn man das Buch um ist, der Hintergrund das, was nicht Buch ist. In dem Moment, wo ich mich auf eine Seite fokussiere, ist die andere Seite im Hintergrund, weil ich die nicht anschaue. Das sind ganz einfache Metaphern. Genau. Mhm. So, jetzt haben wir die Seite. Wie könnt ihr über eine ganze Seite urteilen? Und jetzt schauen wir, was da passiert. Da habe ich jetzt zwei hebräische Wörter für die ganze Seite. Die schauen wir uns gleich an. Ja. Die Einteilung in Seiten, Umbruch des Satzes. Diese Grundradix ist eine augenblickliche Gestaltwerdung, ist eine aufgespannte Öffnung. Das ist jetzt das, was sich in Zahlen einteilt. Das ist der Umbruch. Das heißt aufgespannte Gestaltwerdung im Geist. Eines Satzes. Ja. Jetzt könnten wir hier das Waff rausschmeißen, aber ich will jetzt nicht so arg reinfahren. Die zweite Sache ist hier auch die Länge, die Reihe, die Spalte, die Schicht. Wir sind ja jetzt in den Spalten, in den Reihen dieser Kolonne. Da haben wir jetzt schon wieder diese Reihe, das sind Spiegelungen, sind aufgespannte Rationalitäten. Gespiegelt, das sind Schichten. Denk an unser Spiegelton. Die Reihe ist eine Spiegelwahrnehmung und das sind verschiedene Schichten. Und wenn wir jetzt das Buch, schau wieder das kleine Bild an. Wenn wir das Buch nehmen, sind es Schichten von Blättern. Ja. Und jedes dieser Blätter hat wieder zwei Seiten. Das würden wir jetzt vorne und hinten nennen, die legen wir aufeinander, dann stößt immer ein vorne und ein hinten, stößt aufeinander, wenn wir die dann einzeln sehen. Das ist ein ganz wichtiger arithmetischer, geometrischer Zusammenhang, wenn ich das jetzt umforme in Form dieser Matrix, der Holofeeling, wie das programmiert ist. Darum muss man die Sache mit dem Tetraederspiegel und den Spiegelreihen verstanden haben. Ich rede von einem vollkommen neuen Weltbild. Ja. Vergiss die ganze Außenwelt, wir halten einfach das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendetwas da oben im Himmel oder da drunten auf der Erde oder im Wasser. Eine Matrixwelt baut auf einen Code, auf einen Zahlencode. Ich erzähle dir etwas. Es sind Zahlen, es ist reine Arithmetik, die Holo-Arithmetik liest. Ja. Aber da musst du als normaler Mensch jetzt, als normaler Bürger dich gar nicht damit beschäftigen. Du hast dich auch nie damit beschäftigen müssen, wie jetzt ein Computer funktioniert oder ein Handy funktioniert, wenn du ins Internet gehst. Also mach dich da nicht verrückt. Momentan geht es mir darum, dass du weißt, was bist du und was sind deine Gedanken. Ja. Das ist das Einzige, was du akzeptieren musst, verstehen musst, nicht akzeptieren. Verstehe. Du bist immer. Und jeden Gedanken, den du denkst, der ist so lange da, wie du ihn denkst. Und der ist genauso, wie du ihn denkst. Und mit dem nächsten Gedanken ist er wieder weg. Ja. Also, aber was hast du Angst, dass du was verlierst? Du besitzt erst etwas, wenn du dir was ausdenkst. Was besitzt du, wenn du schläfst, ohne zu träumen? Das ist es. Nichts. Was bist du dann selber? Ein nicht denkbares Nichts. Und was passiert, wenn du zum Träumen anfängst, dann bist du immer noch ein nicht denkbares Nichts. Nämlich das nicht denkbare Nichts, dieser rot geschriebene Geist, der immer ist, im Meer, seine ständig wechselnden Informationen, seine Gedankenwellen anschaut. Ja. Und diese Existenzen, die aus ihm selbst heraustreten, ohne aus ihm herauszutreten, weil es sind ja seine Informationen. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Innenpunkte. Wir haben einen absoluten Mittelpunkt, das ist wie ich dick, dass du das verstehst. Und wir haben einen ausgedachten Mittelpunkt, aber ein ausgedachter Mittelpunkt ist schon was Existierendes. Ja. Und in diesem ausgedachten Mittelpunkt befinden sich deine ausgedachten Informationen, die genau genommen noch gar keine Formen sind, vor sie in die zwei Seiten im Lateinischen, weil es reine Zahlenstrukturen sind, aber jetzt nicht Zahl in einer Form von Erscheinung, in dem Mittelpunkt der Kamera Obscura. Schau das kleine Bild an. Mhm. Aber das sind viele, viele Einzelwissenselemente, die man einfach verstehen muss, die man wissen muss, um das zu erkennen. Ja. Und das wird hier alles erklärt. Er, da müsste jetzt normal, würde ich jetzt E Quadrat machen, das ist hier noch nicht mit drin, erst unser eigenes Zerbrechen in eine endlose Reihe sich selbst widersprechender Erscheinungen. Habe ich dir gerade erklärt.
Diese Schriften, auch die ganzen Offenbarungsschriften, jeder einzelne Satz, wenn ich schon mal sage, ich mache aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch, was meinst du, was ich aus einem Satz mache? Ich konfrontiere dich hier mit göttlichem, unendlichem Wissen. Macht es uns Geist. Macht. Das M-Chat übrigens ist dein Gehirn da. Gehirnerschalterung. Ja. Ist uns Geist in Form personifizierter Geister möglich? MG. Das ist jetzt Gestalt geworden. Das Gehirn ist nur ein Symbol für das rote MG. Das rote MG ist der Magier. Magier. Da kommt auch das Imaginäre her. Genau. Das ist der Magi, der Zaubermeister. Das ist aber rot geschrieben. Das ist das Meer, der Meergeist, der, der immer ist. Das ist El Hayom, Gott das Meer. Und blau gelesen wird jetzt das die Gestaltwerdung im Gehirn. Das sind die Wassergedankenwellen symbolisch. Ja. Das sind deine Gehirngedankenwellen, deine neuronalen Wellen. Aber was sind neuronale Wellen? Elektrochemische Signale, würde der Wissenschaftler sagen, der geistlos nachheft. Wobei hier dieses Beispiel mit der weißen und der schwarzen Magie natürlich auch nur zwei Seiten sind. Das kannst du wieder spiegeln. Du kannst die schwarze Magie zur guten Magie und die weiße Magie zur bösen machen und umgekehrt. Das ist halt, wenn ich den Krishna als schwarz als Gott setze. Das ist alles, was du dir denkst, dieses Prinzip 2. Ist jetzt ein Welle, Berg oder Tal? Blöde Frage. Dann sind 4, das ist der Einheitskreis. Sobald ich mir die 4 denke, brauche ich 8, brauche ich 16, brauche ich 32. Gibt es reichlich Selbstgespräche dafür. Also gut, jetzt haben wir hier diese 2 Seiten, die Reihe, das Stop. Wie könnt ihr über eine ganze Seite urteilen, wenn ihr nur einen Satz davon lest? Jetzt schauen wir uns den Satz mal kurz an. Das ist die erste Sache für Satz. Dieser Satz ist das Gesetzte, das Gericht. Das heißt auch Satz. Der Rechtsanspruch, das Urteil gerichtet, gestaltgewordene Logik, gestaltgewordene Gedankenwellen sind logisches Wissen, das sich spiegelt. Ja. Man muss da ein bisschen, diese Tabellen sind unheimlich perfekt. Der Meerlogos ist die Weisheit im Mittelpunkt. Ja. Das ist immer diese Einheit vieler, die zwei Seiten. Kurz das Thema nochmal erinnert, wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem sage, das sind Deppen. Wenn du dich beleidigt fühlst, legst du das Wort einseitig aus. Es ist eine Hilfestellung, weil das Wort Deppen kommt von Döppen, von Augen. Die Deppen macht eure Döppen auf. Macht eure geistigen Augen auf und schaut, was jetzt wirklich da ist. Weil nämlich deine ausgedachten Trockennasen auf den Augen, die sehen nichts. Die sehen so viel wie eine Kamera. Haben wir nicht festgestellt, dass Dinge, die existieren, keinen Geist, jetzt wenn ich sage, keinen Geist besitzen, ist das schon wieder verkehrt. Selbstverständlich hat alles, was ausgedacht wird, einen Geist, nämlich den Geist, der sich das ausdeckt. Ja. Das ist meine 200 Gramm rote Gnede, die Form annimmt. Gut, das ist der erste Satz und dann gibt es nochmal eine schöne Sache, wir können ja dann noch ein zweites Wort, das ist jetzt diese Satzzeichnungen, die Interpunktionen, die ganz wichtig sind. Das ist das Wissen vom Raumzeit, ist immer aufgespannte Affinität. Das Affinität kommt auch dieses AFF, die Schöpfung von zwei Facetten, Wellenberg und Wellendal, gut und böse, hell und dunkel, Sonnenschein und Regen, einatmen und ausatmen, ist eine einzige Schöpfung. Da kommt die Affinität und der Effekt her. E Quadrat ist immer zwei Facetten. Und das Wort, der Effekt von Aff. Und darum ist der Adamgeist ist eine affine Erscheinung, ein Primat. MT, eine gestaltgewordene Erscheinung, heißt übrigens Tod. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ein Enosch. Sterblich, unheilbar, krank und böse. Das sind die Menschen um dich rum. Am allerbösesten sind die übrigens, die glauben, sie sind die Guten. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Wenn du glaubst, du bist ein Guter und du gehörst nicht zu den Bösen, hast du dich komplett selbst entheiligt. Aber jetzt geht's weiter. Wie könnt ihr über den Satz urteilen, wenn ihr nur ein Wort davon gelesen habt? Und jetzt habe ich hier natürlich, jetzt haben wir hier schon, nur ist übrigens die Existenz einer aufgespannten Berechnung. Hebräisch ist es eine Katze, ein flackerndes Licht. Das ist dieses ständige Flackern von Informationen auf der Leinwand deines Bewusstseins, ist immer ein doppelt aufgespannter Ort. Und dieser doppelt aufgespannte Ort, schau das kleine Bild, hat eine Mitte und du schaust immer nur in eine Richtung. Tausendfach erkläre ich das. Ob du die Richtung jetzt oben nennst, dann fällt die unten. Interessant ist, ich
kann immer wieder nur darauf hinweisen, das muss dir jeden Moment im Hintergrund bewusst sein, das muss installiert sein, dass sobald du dir was vorstellst, vor dich was hindenkst, dass das in dir drin ist und dann automatisch auch ein hinter dir da sein muss. Und wenn du das Vorgestellte oben nennst, den Himmel da oben, muss es einen unten geben. Und der Witz ist, wenn du jetzt dich an den Himmel da oben denkst, dann meinst du, du bist unten, wenn du an dich denkst, an deinen Körper denkst. Obwohl du doch dann auch auf den Boden runterschauen kannst, dann bist du komischerweise wieder oben. Mhm. Dieses Prinzip muss man verstanden haben. Und jetzt merkst du schon, dass es für dieses Wort hier zuerst einmal 5 verschiedene Wörter gibt im Hebräischen. Und die sind sehr wichtig. Das ist das klassische Wort, das du dir jetzt denkst, das hier vor dir auf dem Monitor ist. Das nennst du ja Worte. Das ist das hier. Mhm. Das ist ein Miller, nennt sich das. Das ist übrigens sehr interessant. Das ist auch die Sache, die Rede, die Angelegenheit, das Wort. Das wird hier schön beschrieben. Ich will da gar nicht, das Miller bedeutet Wort. Jedes Wort steht für eine Kollektion spezieller Denkmöglichkeiten. Schau, das ist jetzt rot geschrieben. Aus der du, Geistesfunk, erst durch einseitige Definition, denk an das Wort Krebs. Das Wort Krebs als Kollektion ist ein rotes Wort. Sobald du das Wort Krebs denkst, wird es ein blaues Wort und du wirst jetzt eine einseitige Definition rausmachen. Du machst aus dem Wort blauen Wort Krebs entweder eine Krankheit, ein Schalentier und so weiter und so weiter. Eine von dir limitierte, wahrgenommene persönliche Vorstellung. Und die anderen reden dann automatisch in den Hintergrund. Bei jedem von dir ausgedachten Meller in dogmatischer Maßsetzung deines limitierten Wortverständnisses. In deinen Indivisionen, Individualbewusstsein, das bist du. Verwirklichst. Du verwirklichst dies aus einem Wort, einen Gedanken. Was magst du aus dem Wort Putin? Und du merkst jetzt, dass du aus einem Wort ein 400-Seiten-Buch machen kannst und du schaust dir nur eine winzige Facette davon an. Jetzt sind dann nochmal die anderen Worte, die können wir jetzt dann gleich einmal wegmachen. Wir schauen uns die extra. Dieses Wort, wenn wir jetzt hier, das ist fast dasselbe. Das sind die, spricht man Miller aus. Übrigens, ML ist gestaltgewordenes Licht. Das ist die gestaltgewordene Licht, das ist jetzt das Licht deiner Traumwelt, das genau genommen gar kein Licht ist. Und wenn jetzt dieses Licht, das du siehst, deine Information ist, sieht man überhaupt Licht? Sieht man das Licht, das von der Sonne runterkommt, das Schatten wirft? Dieses Licht hat noch nie irgendein Mensch gesehen. Auch kein Laserstrahl. Du siehst keinen Laserstrahl. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Lässt sich ganz leicht 100%ig sicher beweisen. Das sind diese Miller, sind die symbolisierten, gestaltgewordenen Licht, das gestaltgewordene Licht des Meeres. Da wird jetzt das nochmal erklärt mit einer göttlichen Heimsuchung. Dann schauen wir da gleich nochmal weiter. Wir haben nochmal ein drittes Wort. Das ist die Deba. Das ist jetzt der Kasten, die Kiste. Das ist die Arche Noah. Die Arche Noah heißt Deba. Du sollst einsteigen in dieses Wort. Und das ganz gezielt im Hebräischen ist es auch das geschriebene Wort. Das ist eine Kaste. Jetzt verstehe die Symbolik. Jedes geschriebene Wort, ich sage, ich mache aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch, muss in dem geschriebenen Wort müssen 400 Seiten an Informationen drin sein in einer gezippten Form wie in einem gezippten Computerprogramm, das ich jetzt hier um 80% die Daten reduziere, ohne dass ich dann letztendlich, wenn ich das wieder öffne, an dem Wiedergegebenen im Großen und Ganzen sichtbar was verändert. Ja. Drum ist ein Wort ist wie ein gezipptes Programm. Du kannst in der heutigen Zeit, wenn ich jetzt dieses Bild nehme, kann ich also ohne Probleme 80% von Daten, wenn das eine HD-Auflösung ist, 80-90% der Daten weglassen und oberflächlich betrachtet siehst du dasselbe Bild, wenn man das dann wieder öffnet. Drum ist auch die Computermetapher so wichtig, dass du das erahnst, dass jedes Wort handelt sich um eine komplexe Schrödinger-Kiste. Diese Schrödinger, es ist jede Kollektion ist eine Schrödinger-Katze. Das heißt, das sind nicht nur 2 Zustände, sondern unendlich viele Zustände. Und ich will kurz noch mal darauf hinweisen, wenn ich von Kollektionen rede, jedes Wort ist eine Kollektion von Bildern. Es ist wie eine Datei in einem Computer. Wenn ich jetzt zum Beispiel behaupte, es ist 100%ig sicher, dass du noch nie deine Küche gesehen hast. Küche ist ein Wort. Und dieses Wort betrachtest du als Küche, ist die Bezeichnung einer Datei auf deiner Festplatte. Und das ist eine Bilddatei, da hast du unheimlich viele Bilder abgespeichert. Das sind die ganzen Bilder, die du dann auf dem Monitor siehst, die du in der Küche gemacht hast. Das ist ja nicht nur der Herd, der Kühlschrank.
Du kannst die Schränke aufmachen, du kannst von oben schauen. Das geht noch einen ganzen Schritt weiter, weil du ja nie in eine Kiste hineinschauen kannst. Du schaust immer, wenn du dir was ausdenkst, schaust du Oberflächen. Ja. Und von den Oberflächen immer bloß eine Seite. Das heißt, dass du immer eine Rückseite wieder hast. Wird mir das jetzt schon mal ein, warte mal, wenn ich jetzt. Ah, pass auf. Das ist so also ein altes Beispiel von mir. Vor 25 Jahren habe ich das Ding gebastelt. Wenn ich jetzt sage, ich behaupte, das ist ein Dreieck, schau dir das kleine Bild bitte unten in der Ecke an. Ist das gut zu sehen, Helene? Ja. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder einen Gedanken von mir gefragt, habe ich aber ganz bewusst gemacht. Ich behaupte, das ist ein Dreieck, wird jeder sagen, ja. Was würdest du jetzt sagen, wenn ich behaupte, das ist ein Quadrat? Stimmt ja. Auch irgendwie, ne? Ich habe jetzt den Hintergrund. Was natürlich genau. Hinter dem Hintergrund des Quadrates haben wir nochmal einen Hintergrund, das drumherum. Ja. Aber was würdest du jetzt sagen, wenn ich behaupte, das ist ein Kreis? Schau her. Auch. Ja. Das ist jetzt die Rückseite. Das ist, es wird ein sehr komplexes System und ich habe in einem der vorherigen Selbstgespräche gesagt, ich kann dir sogar einen dreidimensionalen Körper, unseren Keil zeigen, der drei exakte Schattenwürfe hat, wo du ein exaktes Quadrat, einen exakten Kreis und ein exaktes Dreieck kriegst. Ein Gegenstand mit drei exakten Schatten. Ja. Das ist ein Keil. Aber das Ganze, wenn ich jetzt auf dem Computer laufen lasse, sind Programmierungen. Das ist ein CAD-Programm, ein 3D-Programm. Aha. Und Holofeeling ist die Programm, jetzt im Hintergrund von Holofeeling ist die Programmstruktur dieser hyperrealistischen Welt, wo du sogar Gefühle und alles programmieren kannst, Geschmäcker, alles, was überhaupt in dir auftaucht. Du bist eigentlich ein göttlicher Computer. Ja. Und die Welten, die du aufbauen kannst, hängen von dem Programm und der Software ab, die du zum Denken benutzt. Und das, was du zurzeit Weltwissen nennst, ist für mich basic. Unendlich primitiv und geistlos. Mhm. Also ich führe dich in Welten, die in keinster Weise von einem Jetzt, was du Menschen nennst, von einem so einem extrem reduzierten Nichtgeist, muss ich fast sagen, vorstellbar ist. So ja. Ähnlich wie sich irgendein Embryo in einer Gebärmutter eines Trockennasenaffenweibchens sich vorstellen kann, wie die Welt aussieht, wenn es aus dieser Matrix herauskommt, bist du jetzt in der Matrix 2, so nenne ich das. Du hast überhaupt keine Möglichkeit, dir überhaupt vorzustellen, wo ich dich hinführe, wenn ich dich jetzt aus dieser Traummatrix heraus, Welt heraushole. Gut, jetzt haben wir das geschriebene Wort. Jetzt gehen wir noch ans Zweite. Jetzt habe ich hier schon zwei, da ist jetzt das rote Wort schon dabei. Das nächste ist Deba. Dabe. Ja. Da haben wir jetzt natürlich wieder negativ eine Boiling Best. Denken wir mal ganz einfach, wir denken uns an spiegelglatte Oberfläche und da schmeißen wir jetzt Wellenberge auf, das sind ja wie Beulen. Mhm. Und das ist die Boiling Best. PS heißt übrigens, wenn wir das erst lateinisch schreiben, dann heißt es Wissen ist. Wissen ist. Diese Beulen, die du dir selber schlägst, das ist übrigens im Griechischen, ist das dann das Trauma. Ja. Ein Traum A ist eine Traumschöpfung. Wissen ist, ist die Best. Du willst nur, dass dein Wissen in der Welt existiert und alles Wissen, andere Wissen, das dir unlogisch erscheint, bekämpfst du. Mhm. Du leidest an deiner Unfähigkeit, vollkommen zu sprechen, die Sprechfähigkeit. Das sind lauter so, aber das wird jetzt so, jetzt habe ich wieder einen Riesenschwall, wo ich jetzt ewig reden müsste, was wichtig wäre, dass man es dazu sagt. Das ist Reden, Sprechen, Unterdrücken und so weiter. Das ist dann, da kommst du dann in die Wüste, da müssen wir bloß ein M, dieses gestaltgewordene Wort, das ist MD-Bar, das wird dann mitbar ausgesprochen. Und dann kommst du, das ist die Wüste, wo ich euch, wenn ich euch aus Ägypten rausführe, diese 40 Jahre durch die Wüste, das heißt eigentlich vom Wort. Mhm. Weil das M als Vorsilbe vom heißt. Und interessant im Hebräischen ist es, grammatikalisch, die erste Person, dein blaues Ich. Mhm. Das heißt, von den Worten, die du auslegst, die du aussprichst, entsteht diese Wüste um dich herum. Man nennt es auch die Wildnis. Weilet heißt ein doppelt aufgespanntes Kind. Mhm. Das ist einseitig ausgelegte Worte, weil du immer bloß eine Seite nimmst. Du willst entweder nur hell oder dunkel. Und wenn ich jetzt sage, jetzt ist es, schau einfach, was ist um dich herum, was glaubst du, was da außen ist? Ich weiß dir sagen, das, was du dir jetzt ausdenkst. Aber was du dir jetzt ausdenkst, du bist in einem Traum, ist in dir drin. Und wenn du sagst, jetzt ist es um mich herum hell, und du lebst noch in dem Wahn, dass es dann heute Abend wieder finster wird. Nein, es ist auch jetzt finster. Du musst dich bloß als Geist erheben über diese Erde. Erde hebräisiert weg das Wissen. Dann wirst du feststellen, dass diese in deiner Logik, diese Erdkugel, auf der du dich zu befinden glaubst,
als Trockennasenaffe. All das befindet sich doch in dir in dem Moment, wo du es denkst. Ja. Es ist doch die Erdkugel und die Sonne und das heliozentrische Weltbild erst dann eine existierende Information, wenn es von dir gedacht wird. Und wenn du es nicht denkst, ist es trotzdem in dir drin, so wie auf deinem Computer unendlich viele Bücher und Daten und Filme abgespeichert sind, vor allem wenn er ans Internet angeschlossen ist, in den tiefsten Inneren, wo ich sage, das Internet ist Gott. Und da holst du alles heraus, bis es dann an deiner geistigen Oberfläche als Gedankenwelle, sprich als ein BILED-R, die Bilder BILED-R im Kind erweckt, auf dem Monitor oder als Geräusche in Erscheinung tritt, als Information. Genau. Das ist die Metapher dabei. Also das ist das Erste. Also du merkst, jedes Wort können wir 400 Seiten Buch machen. Und dann haben wir hier auch noch als zweites Wort, das ist jetzt, ich springe da ganz kurz dann nochmal rein. Dann haben wir noch das Aber, nennen wir das, das ist auch das Wort, der Laut. Lichtzeichen nennt sich Out, ist die Zeichen, auch Ort ausgesprochen. Hunde, wie Unde. Was ist die Unde? Unde ist die Welle und Unde. Jetzt musst du dir die Frage stellen, wo kommt das eigentlich her? Das heißt, woher kommt eigentlich das Zeug, das in mir auftaucht? Achte mal auf diese großen Wörter. Genau. Wo kommt es her, das in mir auftaucht? Wo kommt es eigentlich her? Von wo, woher, woraus entsteht, entspringt das Ganze? Unde, Unde, woher auch im Meer? Ja. Aus dem der immer ist. Der ist ganz dein tiefstes Innerstes, das bin ich. Kleinen Moment, wir wollen hier die Geometrie und da haben wir jetzt schöpferisch Gestalt gewordene Wasserwellen, sind Berechnungen, blau gelesen und das Schöpfermeer ist der Kopf. Beroschet, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Dasselbe kann man hier machen, das Deba selber, müssen wir noch eins zurück, das wäre jetzt geschlossen, inmitten verbunden, in diesem Kopf ist alles verbunden. Der Urknall, bevor er gegen Alter hat, das ist Gott. Ja. Aber an der geistig geöffneten Oberfläche außerhalb berechnet. Und dieses Ding, Ding an sich, wie das mein alter Freund, mein alter Ego Kant sagt, dieses Ding heißt der Geist, das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes, weil nämlich Ding, wir machen ganz einfach D-I-N, meinst du, dass es wirklich alles Zufall ist? Das ist jetzt hier das Gericht, das Gesetz, der Rechtsspruch des großen Gesetzeslehrers. Und G steht für Geist. Ding, das Ding an sich ist das Geist, das Gesetz. Jetzt habe ich hier das Gericht blau. Das Gericht wiederum, das blaue Gericht. Wenn wir das jetzt lateinisch machen, dann wird es das Essen. Esse. Essen wiederum ist Sein. Kann man immer wieder dasselbe durchspielen. Schau, ich habe jetzt nur ganz oberflächlich. Wie könnt ihr über den Satz urteilen, wenn ihr nur ein Wort davon gelesen habt? Und was ihr in der Hand haltet, ist weniger als ein Wort. Jetzt habe ich hier das Rot geschrieben. Was ist dieses Wort? Ein Wort. Es ist nichts. Das rote Adam-Leben ist so unendlich. Mhm. Und jetzt haben wir den Adam, das ist der Mensch nach Gottes Ebenbild, das bist du, der segewähne Körper, das ist ein träumender Geist. Ja. Das Leben selber, dieses Ich weiß, es heißt auch zum Sohn werden, zum Gottessohn. Darum habe ich das jetzt rot gemacht. Und dann haben wir aber noch das Qi, das ist jetzt das Lebendige, das Frische, das Lebhafte, blau gelesen. Das ist eine Kollektion in deinem Intellekt von Denkmöglichkeiten. Mhm. Und die 666 dann hier. Ja. Und das ist ganz interessant, schau mal, wir haben ein rotes Qi, der Totalwert 18 ist ja ich. Mhm. Der äußere Wert ist dein blaues Ich. Und der Pyramidenwert ist die 26, das ist JHWH. Ja. Und er hat ein JH, dieses JH, wir schreiben das einmal so, das ist Gott. Und er hat ein WH, ein doppelt aufgespanntes H. Und das ist das HWH, das ist die aufgespannte Wahrnehmung. Das wird hier erklärt, wir können natürlich auch nur den Gott machen und dann das HWH einzeln. Das wenn wir jetzt ganz blau lesen und im vorherigen Selbstgespräch bin ich kurz darauf eingegangen und dann kriegst du jetzt hier zuerst einmal das hebräische Wort für Gegenwart, da ist ein Gott und seine Gegenwart. Ja. Das ist das ständige Wechseln im Jetzt deiner Informationen. Das ist das Unglück, das Verderben, das Vermögen,
immer dran denken, Unglück ist nichts Negatives. Ich kann nämlich das Glück, steht ja das Glück schon da, ich schreibe dich an. Und jetzt habe ich eine aufgespannte Existenz, wenn wir das unmachen, oder bin ich Verbundensein? Bin ich ein absolutes Verbundensein mit allem, was ich mir denke? Dann haben wir natürlich das Kapital, ein todbringendes Verbrechen. Vom Lateinischen kaputt, von dem Kopf, der kaputt geht, der zerbricht in sich. Und der Trick besteht darin, dass du zwar deinen Kopf zerbrickst, ZR, die Geburt einer Berechnung heißt zu Formwert, aber den symmetrisch zerbrickst. Form ist geeben. Der Geist, die Synthese ist das Ebene. G ist eben, weil plus 5 minus 5 habe ich H. Zahlen sind jetzt austauschbar, bloß symmetrisch müssen sie sein. Wir können das auch in Namen nennen, wir können das hell und dunkel nennen, wir können das gesund und krank nennen. Die Heiligkeit ist die Ebene. Ja. Und solange du Einseitigkeiten anstrebst, bist du entheiligt. Du bist ewiger Geist, du bist immer das Zentrum, aus dem alles entspringt, aber du schaust halt nur immer in eine Richtung. Ja. So, jetzt haben wir hier, dass der rote Adam, das kannst du dir anklicken, dir selber anschauen. Wir haben noch dieses Chia-Chit, das kommt dann, das führt uns dann übrigens zur Kollektion. Das ist jetzt dieses Chit sind die Lebewesen, das GE-Quadrat hier. GE-Quadrat sind wir zwei, das ist der Geist, UB als E-Quadrat, das ist die Energie in der Einstein-Formel. Und das wird jetzt ein Tier, das können wir wieder alles umsetzen, es stimmt immer. Im Meer ist immer alles absolut perfekt. Alles Materielle, Körperliche ist geistlos und vergänglich. Das gilt auch für die Tiere, die Menschensäugetiere mitsamt ihren Gehirnen, mit dem intellektuellen Verstand. Es sind nur zeitweise Erscheinungen, die so lange existieren, solange sie gedacht werden. Und gedacht werden sie so lange und ständig wiederholt, bis du das durchschaut hast, bis du den Führerscheinprüfungsbogen, die Fehler entdeckt hast und vervollkommnet hast. Ein Fehler heißt nicht, dass was fehlt in Bezug auf, ich drücke es anders aus, wenn ein Fehler in dir auftaucht, wie der Name schon sagt, fehlt etwas zur Vollkommenheit. Das heißt, wenn du jetzt behauptest, jetzt ist es hell, dann fehlt die Dunkelheit für die Heiligkeit, für die Mitte. Wenn du sagst, ich bin gesund, fehlt die Krankheit für die Heiligkeit, für die Mitte. Wenn du sagst, jetzt ist Frieden, fehlt der Krieg. Es ist die geistloseste Akt eines Geistes zu glauben, er wird heil, wenn er den Krieg bekämpft, weil er Frieden will. Frieden, nochmal, Frieden ist Entstehen. Krieg ist Zerstörung. Ein Säugling, der in dir entsteht, weil du in dir ausdenkst, der muss zerstört werden, wenn du dasselbe Ding, Ding-Geh, nach dem Gesetz des Geistes, wenn der Erwachsen werden will. Der Erwachte, Er heißt erwecken, wach sein, E-Quadrat R ist wach. Und wach bist du, wenn du weißt, dass du jetzt träumst. Wenn du jetzt weißt, dass du jetzt träumst, bist du wach. Und dann setzt du dich in Bewegung in der Transversalen, weil du ständig Bilder austauschst, um die Illusion in dir, in dem ständigen Wechsel von Informationen zu erzeugen, dass du dich imaginär durch Raum und Zeit bewegst, wenn du spazieren gehst. Das ist ein Spaziergang in deinem T-Raum, in deinen Traum. Und der Traum, der T-Raum ist ein Spiegelraum. Wir können auch TRAUM lesen, das OM im Sanskrit, in den Upanishaden. Und das TR ist dann die Reihe, das ist eine Spiegelwahrnehmung. Du wanderst durch einen ausgedachten Spiegeltunnel, der letztendlich diese Filzfacetten, die Spiegelungen, denk wieder an die Buchseiten, sich alle in einem Zentrum in einem ständigen Wechsel mit Lichtgeschwindigkeit sich abwechseln, weil das immer hier und jetzt passiert. Genau. Das ist die Physik, die kann ich nicht oft genug wiederholen. Und dann kann man hier langsam im Hintergrund beobachten, die Personen, die in deinem Traum auftauchen. Wieder ein Widerspruch. Auftauchen. DA heißt übrigens, erscheinende Schöpfung ist ein Wachraum, wenn du das eingibst. Das ist jetzt der Wachraum in deinem Traum, die erscheinende Schöpfung blau gelesen. Der Wachraum. Du hast jetzt auch eine Zelle, eine Loge. Denk an eine Theaterloge, wo man meint, man hat die Übersicht, eine Nische, ein Ich, Ich heißt Gestaltwährung, Zell heißt Schatten, Le, auseinandergeschmissene Schatten. Jetzt denkst du, sitzt im Kino und schaust dir die Schatten auf der Leinwand an. Und dann sagst du, davon ist eine Sonne. Die Sonne ist ein Schatten. Die Sonne auf einer Leinwand im Kino beleuchtet nicht diese Landschaft, die du da vor dir hast. Und die Läppchen auf einer VR-Brille, hier
auf dem Monitor der VR-Brille, diese Lämpchen sind was anderes wie eventuell die Lampen und die Scheinwerfer, die dann als Bild, als Illusion in dir auftauchen. Ja. So, ihr habt nur das Bruchstück, Beruch im Geiststück eines Wortes in der Hand. Das heißt, das, was du siehst, was du aus einem Wort machst, ist ein kleines, eine kleine Facette, ein Bruchstück eines Wortes. Ja. Hand übrigens ist J. Auf Hebräisch, das heißt eine intellektuelle Öffnung. Das hätte ich jetzt noch dazu schreiben können. Wir können das natürlich das deutsche Wort hebraisieren, dann hast du hier diese Quintessenz, AND heißt, ich werde auf- und abschwingen. Die Schöpfung einer existierenden Öffnung heißt eigentlich, ich werde auf- und abschwingen. Wenn wir das jetzt als hebräische Zeichen hinstellen. Wir können es natürlich dann auch von rechts nach links lesen, dann wirst du feststellen, es passt immer. Du kannst es mit Hunderttausenden, mit Millionen Worten probieren, wenn du Holofeeling verstanden hast, dieses Matrix-System. Gibt es kein Wort in irgendeiner von dir jetzt ausgedachten Sprache, wo dieses System nicht funktionieren würde. Das ist göttlich. Wenn du das wirklich einmal überprüfst, wirst du feststellen, das ist göttlich. Und habt über die ganze Welt geurteilt. Jetzt muss man natürlich wissen, WILD, wir wissen, doppelt aufgespanntes ILD ist das Brand, der polare Rand. Ja. Mache ich jetzt nicht tausendfach angezeigt. Und das Ganze entspringt aus einer KI und das ist auch, das ist das Brandmal auch der polare. B-Rand ist immer ein polarer Rand. Oder BR, das Äußere, polare Berechnung. AND, habe ich gerade gesagt, hast du in der Hand. Das heißt, ich werde auf- und abschwingen. Schau das kleine Bild an. Das ist dieser, kommt aus der Arbeitsspeicher auf dem Monitor, nächstes Bild wird ausgetauscht, wird ausgetauscht, wird ausgetauscht. Das ist das neue Weltbild. Und versuch das bitte nicht irgendwelchen Figuren in deinem Traum, irgendwelchen Antagonisten zu erklären. Du kannst durchaus als Brösel und der Brösel erklären, aber nur, wenn dieser Brösel neugierig ist und das wissen will, dann ist hinter der Maske ein Geist. Und einer, der nur verteidigt und es verwirft, lass den einfach links liegen. Lass ihn außen. Obwohl er in dem Moment, wo du ihn außen lässt, das heißt, wenn du ihn nicht mehr denkst, der doch wieder in dich reinfällt. Sag also nicht, dass dies ein Segen ist, denn wer weiß? Die geistreiche Antwort, das habe ich jetzt hinzugefügt, da endet das Zitat. Ich werde es dir sagen, die Antwort ist übrigens Totalwert 165, Antwort, Aussage, Entsprechung, Furche, Heimat, U, B, El Hayom. Da steckt jetzt auch der UB mit drin. Die Quintessenz ist UB. Mhm. Der bringt dir die Lösung. Jetzt kannst du sagen, der ist aber auch dein Peiniger. Aber was passiert jetzt, wenn wir das rot schreiben? Und ich mache das P als die Weisheit. Dann hast du plötzlich ein Einiger. Ein Einiger ist, der alles wieder eint in der Weisheit. Blau gelesen, kriegst du dann eine Flügelstrecke. Da steckt die Lüge schon mit drin, siehst du das? Ja. Diese SDR-Ecke ist eine widerlegte Ecke. Da jedes Wort wird ein 400-Seiten-Buch. Interessant ist, da kommt das Wort Misshandeln her. Ja. Darum beachte hier, wenn ich das weiß, so komisch schreibe, weil da steht eigentlich Weib. Genau, die Miss. Verbunden, er, wir zwei, sind eigentlich diese zwei V. W ist Zentrum, schau. Übrigens, wenn wir das jetzt als V machen, entsteht dann ein X. Mhm. Dann hast du oben 2 plus minus unseren Einheitskreis. Das findest du in dem Christuszeichen hier. Ja. Das sind auch 2 V, die in der Mitte zusammenhängen. Das ist nur eine Frage der Darstellung. Mhm. Und jetzt ist es ganz interessant, das ist unser Herr Zebaut. Da hat er das Dudo-Zeichen. Aber das haben wir lang, da kommt jetzt Udo Jürgens mit dem Wort. Das muss, glaube ich, gut sein. Wunderbar, danke. Ein göttliches Geschenk. Es ist ein Geschenk. Holofeeling ist ein Geschenk von Geist zu Geist. Ja. Es ist einfach nur ein Geschenk, es ist ein Neugierigmachen. Ja. Und ich sage jetzt, wir sind wirklich in einer Endzeit. Es spitzt sich jetzt. Jetzt sind wir natürlich alles in der Zukunft, wird nichts passieren. Ich kann immer wieder morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Dieses ewige Hier und Jetzt, du sorgst dich um morgen, wenn du dich jetzt um morgen sorgst, um deinen Körper sorgst. Bitte, schau, ich bitte dich, weil ich dir die Frage gegeben habe, du musst nicht auf mich hören. Das letzte Selbstgespräch beginne ich mit, dass ich sage, ich warne dich.
Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du nicht anfängst, dich intensiv mit Holofeeling zu beschäftigen. Es gibt nichts wie ich, Diggeres. Das, was dich am Leben hält, ist nicht Geld. Ein Gedanke erhält dich nicht am Leben. Er ist dein Leben, dein auseinandergeschmissenen Ballon Existenz. Aber das verändert sich. Was bist du selbst? Und schau, wenn ich dir die Frage gebe, ich mische mich wirklich nicht ein. Ich lasse dich mit einem fehlerhaften Programm agieren und du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du nicht zerst dir bewusst machst, was bist du und was sind deine Gedanken, die von dir erschaffen werden, im Maße zum geistlos nachgeäfften Wissens. Es gibt keine Erdkugel und schon gar keine Ukraine und keinen Ukraine-Krieg und keinen Putin, wenn man dir das nicht erzählt hätte. Kennst du den Putin? Woher kennst du ihn? Aus Medien und Basien. Vom Hörensagen. Kennst du den Einstein? Kennst du den Jesus? Vom Jesus weißt du nur das, was man dir erzählt aus dem Elternhaus und Schule. Was passiert, wenn du in einem atheistischen Elternhaus aufgewachsen bist? Dann sind für dich alle, die an Jesus glauben, sind Spinner. Wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, was sind dann für die, die Jesus nachrennen? Für mich sind es auch Spinner, weil die nämlich die Augen verdrehen, in den Himmel hochschauen und meinen, sie haben mit dem Jesus, den sie sich ausdenken, nichts zu tun. Meine Hadisonanis. Und die merken gar nicht, wie viele Feindbilder sie postulieren. Lebst du diese Liebe? Lebst du das Liebe deine Feinde? Mein Spaziergang durch den Zoo, tausende Male erzähle ich den. Kannst du nicht alle Geschöpfe, die in dir auftauchen, die von Gott erschaffen werden, in dir, durch dich? Ich sage immer wieder, ich bin der, der dich träumen lässt, von dem du den Schwamminhalt des Programms hast. Momentan bist du halt in einer Führerscheinprüfungsbogen. Die ist zuerst einmal rein, oberflächlich betrachtet, eine unendliche Vielfalt von Bildern. Ich sage, mach einfach eine Weltreise und schau dir die Menschen an, die Häuser, die Tiere, gehen in den Dschungel. Schau diese unendliche Flora und Fauna, die du in dir aufschmeißen kannst. Und du kannst all das lieben, du musst bloß wissen, von wem du dich fernhalten musst. Mhm. Und du wirst jetzt irgendwann einmal merken, deine Hausgenossen, da weite ich einmal über die Familie hinaus, das ist genau die Grüppchen, wo du dich dazugehörig glaubst. Egal, ob das ein politischer Verein ist, ein religiöser Verein ist, du predigst absolut massiv Feindbilder, wenn du in einer einseitigen Sekte hängst. Wenn du in einer einseitigen Partei bist. Und jetzt musst du die Schuld auf dich nehmen, dann bist du ich. Unser Spiel beginnt mit Ich bin du. Ich nehme alle Schuld auf mich. Warum? Weil ich das Bewusstsein besitze, dass alles und jeden, den ich mir ausdenke, hier und jetzt in mir erschaffen wird, aufgrund dessen, dass ich ihn denke. Und dass diese Dinge genauso sind, wie sie von mir gedacht werden. Ich habe aufgehört, irgendeinen Menschen, den ich mir denke, vorzuwerfen, dass er so ist, wie ich ihn mir denke. Aber jetzt kommt der Witz, dass wenn ich an mich denke, denke ich jetzt ganz bewusst an einen träumenden Geist. Zuerst einmal. Und dadurch weiß ich, dass dieser von mir jetzt ausgedachte träumende Geist, den ich nenne, sich nicht raussuchen kann, was er denkt. Da ist ja auch was Ausgedachtes. Mhm. Es gilt für alle ausgedachten Sachen, auch ein ausgedachter träumender Geist ist ein Dasein müssen. Er existiert in dem Moment, wo ich ihn denke und jetzt kann ich mir, dieser träumende Geist ist wie ein Computer. Er konnte sich sein Programm nicht raussuchen. Aber er lebt für das Ganze alles, egal was du denkst, nur von dem, der sich's ausdenkt. Den müssen wir jetzt absolut rot machen. Absolut rot. Da gibt es zwei rote Ich. Ein JCH, ich, und ein ICH, ich. Und die zwei zusammen sind UB. Und das ist, UB ist der Heilige Geist, das JCH, ich, ist der Vater, und das ICH, ich, ist der Sohn. Und jetzt macht diese Sache Heiliger Geist, Gott Vater und Gott Sohn ab, aus 1 war 2, und Ben aus die 2 beginnt jetzt zu existieren. Die Trinität. Das ist der Ordnung. Jetzt macht es einen Sinn in einem Komplettzusammenhang. Und dann geh mal jetzt in dein Internet und schau, was du dir tausende und abertausende von Zeiten, vor allem wenn du noch in andere Länder-Internete reingehst, kannst du alle aus dir herausholen. Was hier dir erklärt wird über diese Trinität, was da alles drinsteht. Ob jetzt das hier der Sohn ein Gott ist oder aber kein Gott ist und all diese ganzen Hirnwichsereien, die du dann wieder nachäffst. Ja. Ich sage dir nochmal, jetzt hörst du dein allerhöchstes, absolutes eigenes inneres Selbst, deinen eigenen Geist zu.
Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgewacht bist. Und dann bist du zuerst einmal der, der jetzt das Buch in der Hand hat und ganz bewusst, was, ich bin nicht irgendeine Figur, eine Rolle. Du kommst jetzt wieder schon vor das Bücherregal. Aber immer noch mit dem Fokus auf ein Buch und ein Bücherregal. Und wenn du IUB bist, bist du die ganze Bibliothek. Das ist das, was immer ist, kann nicht existieren. Also die Frage, ob Gott existiert oder nicht existiert, beantwortet sich von selbst. Mein schöner Satz, wenn einer behauptet, Gott existiert nicht, dann stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Mhm. Weil um etwas zu negieren, um etwas zu verneinen, muss ich es ja denken. Ich muss mir zuerst ein Objekt, einen Namen, irgendwas denken und dann behaupten zu können, dass es das nicht gibt. Es existiert nicht, wenn ich es nicht denke. Ja. Das ist der Trick. Aber jetzt ist schon die Verneinung was ganz Interessantes, weil wie ja V und F dasselbe Laut ist, dann habe ich eine Verneinung. Ist nicht alles, was du dir irgendwo räumlich oder zeitlich in die Ferne denkst, letztendlich hier und jetzt dein Gedanke? Du kannst jetzt sagen, ich verneine, dass das irgendwo anders ist, obwohl ich es mir woanders hindenke. Und jetzt kommt das Eigenartige, wo viele sagen, der widerspricht sich ja laufend. Nein, ich widerspreche mir nicht, sondern ich kann bei einem geistigen Programm, das, oh, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Frosch, ein ganz interessantes Wort übrigens auf Hebräisch, zwei Seiten. Ich kann immer nur, wenn du nur einseitig sehen kannst, muss ich das nacheinander. Es ist wie mit den Worten. Du kannst die Worte in einer Zeile nur nacheinander aussprechen. Aber interessant ist, dass das Wort nacheinander nicht heißt, dass es chronologisch in einer chronologischen Reihenfolge von der Vergangenheit in die Zukunft sich in die abspitzt, sondern nach Enchet heißt Ruhe. Ruhe. Jedes Wort, das du denkst, denkst du jetzt. Und wenn du die Zeile anschaust, sind die Worte, tausendfach erkläre ich das auch jetzt. Die Worte auf einer Seite sind alle jetzt. Versuch dir mal jetzt auszusprechen. Du magst es, wenn du zum Lesen anfängst, weil jedes Wort sprichst du jetzt aus. Das einzige Problem ist, dass du meinst, es gibt viele Jetzte. Es gibt nur ein Jetzt. Das ist die Ewigkeit. Ja. Wenn man mit Lichtgeschwindigkeit denkt, wird räumlich alles in einem Punkt vereinigt und die Zeit wird in der Einstein-Formel zur Ewigkeit. Und Ewigkeit ist nicht das hier, sondern ein Punkt, in dem sich alles jetzt abspielt, in Erscheinung tritt. Im ewigen Hier und Jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das zu sprechen, es ist ja alles nur Hier und Jetzt. Warum hast du dann Angst vor der Zukunft? Warum meinst du dann, dass das, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, nicht mehr existiert? Neandertaler existieren nicht mehr. Das ist ganz interessant. Die sind doch jetzt da, du denkst sie doch. Ja. Da ist es komisch, du denkst dir was, wo du dann sagst, das ist jetzt zwar, weil ich es denke, aber nicht da außen. Aber es war in der Vergangenheit. Mhm. Ist auch alles unheimlich logisch nachgeäfft, aber du hast das Prinzip noch nicht verstanden, wie du selbst funktionierst. Du müsstest nur schauen. Schau doch einfach. Ich biete dir jetzt die Möglichkeit, mit einem kleinen Schritt komplett deine Traumwelt zu verändern. Ohne dass du was tun musst. Ich mache das für dich. Du musst es nur zulassen. Aber jetzt kommt die große Schwierigkeit, du musst dir Opfer bringen. Du musst deinen kompletten Intellekt, deinen bisherigen Glauben, deinen Wissen, Glauben opfern, dein H. Symbolisch diesen Buchstaben. Wenn du bereit bist, mir deinen jetzigen, ich sag mal, du bist ein Computer, ich wiederhole immer dieselben Sachen, das muss dir irgendwann bewusst werden, um was es jetzt geht. Du musst dein komplettes Wissen, das dich und dein Leben zurzeit aufmacht. Das ist, was ist ein Computer, wenn kein Programm und keine Daten, keine Software da ist. Er ist einfach nur jetzt gedachterweise ein Haufen geistloser Materie. Ja. Und was ist der Computer, wenn wir jetzt Daten und Programm reinmachen? Dann ist er immer noch ein geistloser Haufen von Materie, bloß dann spitzt sich in dem was ab. Was übrigens der Computer, den wir uns jetzt ausdenken, überhaupt nicht mitkriegt. Genau. Der sich das ausdenkt, kriegt das mit. Der diese Symbolik versteht, das Simperlein, die Symbolik ist, dass das in ihm, in einem Punkt sich abspielt, im Zentrum der Kamera Obscura. Aber was sich in ihm abspielt, ist das Diaperlein, das Diabolische. Mhm. Dia. Das Auseinandergeschmissene. Aber was wir uns auseinanderschmeißen, spielt sich letzten Endes in diesem Zentrum ab. Das immer ist.
Das ist in einfachen, genauer kann man es in deiner jetzigen Basic-Logik nicht ausdrücken. Und du bist der Einzige, der wach werden kann, und du wirst dann wach, wenn du dich selbst, deinen Glauben veränderst, verändert sich die Welt um dich herum. Und du veränderst deinen Glauben nicht, wenn du für Einseitigkeiten auf die Straße gehst, was jetzt nicht heißt, dass ich sage, die soll nicht auf die Straße gehen. Das ist immer bei den Filmdemonstrationen. Du Geist magst es nicht. Du kannst die Figuren ausdenken, die das machen. Aber dir wird dann so klar, dass die für Einseitigkeiten demonstrieren. Ja, ja. Wenn du sagst, was ist das für eine Welt, wenn es keinen Krieg mehr gibt? Das ist die schrecklichste Welt, die es gibt. Das ist ungefähr so, wie, was ist das für eine Welt? So wie du jetzt denkst, wie Welt funktioniert, wie Leben funktioniert, Natur, wir sind doch Naturschutz, Friday for Future, die absoluten Vollpfosten, die wollen eine Erdkugel retten. Das ist genauso wahnsinnig. Wir denken uns jetzt eine Zeit, wo die Welt glaubt haben, die Welt ist eine Scheibe, die wollten die Scheibe retten, wie einer kommt, die Welt ist eine Kugel, den wollten sie verbrennen. Mhm. Wobei ich dann sage, die Geschichte ist ein wenig verzerrt. Da war mein Holger so entsetzt, weil ich sage, wenn du einmal zuhörst, ich mache ja laufend absichtlich Fehler. Ah, jetzt habe ich ihn Udo erwischt. Das stimmt nicht. Ich sage, du hast die Komplexität des Denkens noch nicht verstanden. Weil ich ja immer mein Galilei bringe, wie der Galilei sagt, die Welt ist eine Kugel, wir wollten es verbrennen. Galilei hat nie behauptet, dass die Welt eine Kugel ist. Ich denke mir... Das ist nicht sowieso, das meine ich nicht einmal. Rein jetzt rein geschichtlich ist das nicht das Thema gewesen mit der Scheibe und der Kugel. Das ist nicht das Galilei-Denken. Das ist mit Zentrum, da ist gegangen, ist das Zentrum... Ist die Erde das Zentrum oder ist die Sonne das Zentrum des Universums? Da führe ich das eher zum Kopernikus. Mhm. Das war ein anderes Thema. Das war ein ganz anderes Thema. Das sind so Kleinigkeiten, aber verstehe einfach die Metapher. Ja. Wenn du was hast, was du meinst, das stimmt nicht, bist du in einer Einseitigkeit. Du bist in einer Perspektive. Und wenn ich sage, du hast noch nie deine Küche gesehen, wenn du was siehst, ist ein Bild da. Und jetzt muss ich nur wissen, Be'ilet auf Hebräisch heißt im Kind. Es ist eine Information in dir, dass wir jetzt ganz einfach mal ein Bild nennen oder ein Geräusch nennen oder ein Gefühl, eine Information. Und diese Be'ilet R, R heißt erweckt, erwacht, im Kind erweckt, die Bilder sind im Kind erweckt, dann brauchst du aber irgendeine Datei und die Küche ist eine Datei und die kannst du nicht sehen, geschweige denn der Stadt. Und dann sind Bilder wie abgespeichert in deinem Computer. Wenn ich jetzt viele Bilder, ich kann Millionen von Bildern in deiner Küche machen. Das geht so weit, dass ich einen Schrank auseinanderschreibe, wenn ich jetzt sage, das wäre jetzt zum Beispiel ein Schränkchen, eine Holzplatte, wo Holzplatte drauf liegt. Wenn ich jetzt die auseinander mache, kann ich hier die obere Kante von der Holzplatte, wo das drauf liegt, aber immer nur Oberfläche. Weil die Bilder sind immer nur flächig. Ja. Raum ist ein Traum. Die Dreidimensionalität ist die größte Falle und das ist das große Übel der ganzen Naturwissenschaft. Die sind ja hundertprozentig davon überzeugt, dass unabhängig von ihnen selbst, da außen, zaster mein Universum, ein dreidimensionaler Raum ist, wo viele Planeten rumschwimmen. Und das ist schon das Erste in dem Traum, das große Problem, weil in einem Traum gibt es keinen Raum. Da gibt es nur zwei Quadratflächen. Das ist eine VR-Brille. Das ist eine Illusion. Und wenn ich jetzt hier das immer auf den Punkt bringe, wirklich auf den Punkt, auf das Zentrum bringe, dass diese Bilder in diesen Ordner, den wir jetzt Haus nennen, können wir jetzt dasselbe gilt für einen Menschen. Zeig mir einen Menschen. Ein Mensch ist eine Lebensgeschichte. Tausendmal erkläre ich das. Es ist genau genommen, ist der Mensch ein Programm. Mhm. Vereinfacht ein Buch. Es ist eine offene, ein Mensch ist eine offene Welt, wo ein Spieler anfängt, in dieser offenen Welt zu spielen, mit unendlich vielen Landschaften, Tieren, Figuren, anderen Charakteren, wo er der Protagonist ist, ausgedachterweise als Körper mit vielen anderen Körpern, die die Antagonisten sind. Das sind alles Erscheinungen. Und diese offene Welt, ob jetzt das eine Western-Welt ist, ich sage, wenn du in die Videospiele-Welt gehst, ist es jetzt dieses Redshift Temptation oder GTA, die moderne Stadt oder Raumschiff-Captain oder Mittelalter-Film, kannst du einen Ritter spielen. Das sind offene Welten, das sind unsere Bücher in den Bücherregal. Ja. Und da spielst du den Protagonisten mit der VR-Brille jetzt im Moment. Und alles andere sind Antagonisten. Das sind ausgedachte, existierende Tiere, symbolisch Trockennasen auf dem Körper. Das heißt, der Mensch ist die ganze Geschichte, die nicht nur aus dem Spieler besteht, sondern auch die ganzen anderen KI sind in ihm, in dem Programm mit drauf. Drücke jetzt das sehr präzise und extrem einfach aus. Und wenn ich jetzt den Menschen schon verwechsel mit einer Person, sprich mit einem Körper, du kannst auch einen Körper nicht sehen.
Ein Körper ist schon wieder der Körper als Ding an sich, den du dir ausdenkst. Lass uns mal Bilder draus machen. Ich mache jetzt ein Bild. Du siehst jetzt zum Beispiel vor dir zwei Pixelmännchen, wo wir sagen, jetzt denkst du dir zwei Körper aus. Wenn du die auf die VR-Brille holst, könnte jetzt auch diese Helene und der Udo eine sinnlich wahrgenommene Information von dir sein. Mhm. Auf der VR-Brille in einer gewissen Entfernung illusionär entstehen diese zwei Körper. In einen illusionären, imaginären, dreidimensionalen Raum, der nur deine Information ist. Aber in deinem Kopf, glauben wir, sind in einem Traum, ist was ganz was anderes wie das, was du siehst. Das sind keine Farben, keine Schallwellen, das sind nur Programme. Neurologische Strukturen, sage ich einmal. Was ich jetzt hinaus will, ist, dass wenn du den Menschen siehst, den Körper jetzt, siehst du auch nicht den Körper. Das ist wie mit der Tasse, du siehst das Gesicht oder den Hinterkopf. Oder den Arsch. Den kannst du dann aufschneiden, jetzt haben wir wieder das Problem, dann siehst du wieder bloß Oberflächen. Wenn du jetzt in den Körper reinschaust, siehst du wieder bloß Oberflächen. Das ist wie wenn ich einen Apfel nehme, das ist jetzt ein Körper und ich schneide ihn auf, weil ich reinschauen will, sehe ich wieder nur Oberflächen, das ist kein Gehäuse. Ja. Und dann kann ich einen Kern nehmen, kann den wieder aufschneiden, ich muss es immer aufklappen, merkst du, was ich meine? Und dann habe ich wieder verschiedene Seiten, diese Symbolik. Aber was ich sehe, hängt von meinem Programm ab. Es ist ein leichtes, dass ich Körper auftauchen lasse in dir mit drei Augen, mit zwei Herzen. Es ist eine Frage, im Anfang ist das Programm. Das Programm, das zurzeit in dir läuft, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt, der macht diese Bilder. Wir drehen die Kausalität auf den Kopf. Kausalität ist Gesetz von Ursache und Wirkung. Denk an mein Klingeling-Beispiel. Du lebst in dem Wahn, das ist diese kindgerechten Beispiele. Wir denken uns unseren Reihe, der Kopf des Schöpfergottes, unseren Spiegel. Du lächelst in den Spiegel und du meinst, das Spiegelbild lächelt, du lächelst gleichzeitig. Der Witz ist, dass der Lächeln ist, die Ursache bist du. Und wenn der heult, bist du die Ursache. Und wenn ich jetzt das vergröber, dein Programm, diese vielen Facetten, die auftauchen, wir sagen, der Spiegel, diese Spiegelbilder, die jetzt in einem ständigen Wechsel in dir auftauchen, sind Produkte deines Intellekts. Dann kannst du nicht sagen, mir geht es ja nur so schlecht, weil die Welt so schlecht ist. Das sind Sachen, die wir vor 25, 30 Jahren gesagt. Der Bub, der vom Spiegel sitzt und heult und ich gehe hin und sage, Bubele, warum bist du so traurig, warum heulst du? Und dann sagt er zu mir, du Papa, ich bin so gut drauf gewesen, aber schau, da sitzt der kleine Junge, der heult so, das macht mich so traurig. Ich sage, du Depp, du kannst ja nicht sagen, der Mensch, du bist traurig, weil du einer ist, der traurig ist. Das ist doch nur dein Spiegelbild. Ja. Du bist die Ursache für das, was du dir ausdenkst. Zumindest der Intellekt in Verbindung mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ja. Und der ist geistlos nachgeäfft. Du bist auch ein kleiner Harald Lesch. Du bist ein Budin, du bist egal was, die äffen doch alle nur nach. Freigesprochen, ich nehme alle Schuld auf mich. Weil alles, was ich jetzt gesprochen habe und was ich aufgrund dieser Worte in mir an Vorstellungen aufbaue, wird von mir erschaffen. Hier und jetzt in meinem Kopf, das ist hundertprozentig sicher. Und jeder Mensch, Bindestrich Trockennasenaffe, der jetzt in deinem Traum auftaucht, den du das als Brösel unter Brösel, sage ich als Udo immer. Wieso nenne ich das Brösel? Weil wir B-Rot sind, wir sind im Adam. Das ist der erste Mensch, rot gelesen, das Gotteskind. Und ein Brösel ist eine kleine Facette von einem Brot. Genau. Du musst jetzt begreifen, dass du das ganze Brot bist und nicht bloß ein Brösel oder ein Krümel davon. Mhm. Das war immer früher, wenn ich gesagt habe, der schreibt ja das bloß von dem und dem ab. Ich schreibe von niemandem ab, den ich mir ausdenke, sondern die machen das, was ich mir denke. Und glaub mir, ich stehe über jeden Jesus, über jeden Buddha, über jeden Abraham, über jeden Einstein, über jeden Max Planck. Das sind alles Gedanken, die ich ganz bewusst denke und in dieser Märchengeschichte erschaffen habe für uns. Dass ich jetzt mit Sicherheit nicht von dem Pixelmännchen Udo spreche oder von dem Gedanken Udo Petscher, den du dir ausdenkst, was nicht das ändert, dass ich trotzdem höchstpersönlich mich in dich inkarniert habe. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Traum. Was die Menschen so entsetzt ist, dass als Brösel unter Brösel ich sowas von normal und einfach bin, das ist auch wieder so eine verborgene Harmonie der Dinge. Ein ganz einfacher Mensch ohne irgendwelche Ansprüche, der auch keinen von ihm ausgedachten Menschen verändern will. Das darfst du schon selber machen. Ich zeige dir bloß, wie es funktioniert. Jetzt lassen wir es gut sein. Liebe ist das Zauberwort. Ja.
Rode Liebe, da muss ich aber wissen, was rode Liebe ist. Alles. Ich kann nicht auf Stimmung sagen, wenn du jetzt die Tierchen in deinem Traum beobachtest, es wird so perfekt in den Ohrenbarungsschriften, schon in den ersten 8 Bänden wird es beschrieben, wie es funktioniert. Ich muss kurz nochmal übertragen, weil du heute Morgen ganz kurz, also ich wieder einen kleinen Moment. Heute Morgen in unseren Chat ein kleiner Auszug reingestellt wurde. Und ich sage auch, der Chat ist nicht wichtig. Die Ohrenbohrungen sind eh wichtig. Ich glaube, das war hier. Da ist es übrigens, was ich dir gesagt habe. Ja. Ich komme nicht, wo das war. Das ist zu weit her, zu lang her. Das sind die ganzen Sätze, wenn das immer wieder welche reinstellen, da wird es alles erklärt. Menschsein setzt den Gebrauch gottgegebener Freiheit voraus. Erst wenn du ureigens die eigene Meinung in dir selbst gefunden hast, bist du wirklich frei. Deine Meinung ist das, was ich dir erzähle, weil du nämlich ich bist. Auch wenn du das noch nicht wahrhaben willst. Und ich ist natürlich nicht irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Ich spreche hier von einer universellen Uni. Das Universum ist das in eins gekehrte. Alles, was ich mir ausdenke, eine M-Einung, rot gelesen hast, diese ganzen Gestalten im Meer ist alles eins. Eine universelle Einigung in dem einen, der am Anfang steht, die absolute Eins. Das ist ein nicht existierendes Bewusstsein. Ja. Eines Gotteskindes. Bewusstsein kann nicht existieren und das kann man auch nicht besitzen, so wenig wie man Geist besitzt. Das ist dann nämlich ein ausgedachter Geist. Der Besitzer von etwas ist was anderes, wie was man besitzt. Das heißt, einer, der sagt, ich habe Geist, weiß nicht, was er selbst ist, weil er glaubt, er hat es, was er ist. Es ist er. Es ist so. Dass sämtliche einseitige Perspektiven aller überhaupt möglichen rechthaberischen menschlichen Meinungen in sich selbst unter Zuhilfenahme der Energie Liebe zu einem einheitlichen göttlichen Summa Summarum vereinigt hat. Ja. Das bringt uns hier in diesen höheren Bewusstseinszustand. Da habe ich hier, da kann ich gleich einmal schnell reinspülen, passt mal auf. Das werde ich demnächst reinstellen. Das ist eine Sammlung von Kleinigkeiten, wo man Selbstgespräch drüber machen kann, wo ich viele kleine Einträge, die eigentlich Wunder sind, jedes Ding für sich selbst ist ein Wunder. Das heißt, wer ist an der derzeitigen Misere schuld? Und jetzt schaust du einfach mal die Wörter an. Ich sage, ich mache nichts Neues, ich benutze die bestehenden Wörterbücher. Ja, das ja. ist, Misere ist eine Notlage, ein Elend. Da kommt dieses Misere, da steckt jetzt mit Doppel-S die Miss schon mit drin, die Frau, die Logik, die du zum Denken benutzt. Stimmt oder stimmt? Ja. Schuld ist eine Schulöffnung, das kann man auch, das ist jetzt nur DWDS. Wenn man die Etymologie verfolgt, wenn man sich einmal die Zeit nimmt, sind die Machtgeilen in Bezug auf ihre Versprechen sehr vergesslichen, das heißt ständig lügenden Diätenparasiten Schuld, die man Volksvertreter nennt. Dann schaust du mal, was Parasiten sind und was Volksvertretungen sind. Das ist hochinteressant, wenn man das lesen tut. Warte mal, ich muss ein bisschen Platz schaffen. Schau mal, Parasitismus kommt vom Paraneben, Essen, veraltet, Schmarotzertum. Schau mal, geh mal die aktuellen Tageszeitungen, wenn du jetzt zufällig rein den 2.4. haben solltest, drumherum plus minus eigentlich ein weniger Tage, was die Bundestagsabgeordneten wieder gemacht haben. Ihre Diäten hochgesetzt um über 300 Euro. Mittels eines in der Regel erheblich größeren Organismus, der große Organismus Geros. Das ist Jesus, das ist der Geist, der träumt. Du bist der Organismus, das Organ für alles. Anismus, was du dir austreibst. Anis ist dein blaues Ich. Ja. Okay, meist dient eine Körperflüssigkeit der als Wirt bezeichneten Größenorganismus der Parasiten als Nahrung. Das sind deine Gedankenwelt. Ja. Ich könnte jetzt das sehr genau, wenn man wieder die Worte umsetzen, wirst du feststellen, jetzt machen wir mal die Volksvertretung. Volksvertretung ist die politische Repräsentation des Volkes in einem organisierten und strukturierten Organ. Magst du, das ist wie ein Körperorgan.
Die Volksvertretungen auf Ebene des Nationalstaates eines Gliederstaates wird meist als Parlament bezeichnet und gehört auf dieser Ebene zur Legislative. Und da wird es jetzt sehr, sehr interessant, wenn du da reingehst. Da müssten wir jetzt lange drüber reden und du wirst dich wundern, es steht eigentlich alles da. Oder ist die Volkssouveränität, da ist es Anität, Schuld an deiner momentanen Misere. Was ist eine Volkssouveränität? Das ist das Volk, wird zum souveränen Träger der Staatsgewalt. Das ist die größte in der Demokratie, der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt. Ja, ja. Wenn wir jetzt unsere jetzige deutsche politische Regierung nehmen, unabhängig davon, der Bundeskanzler wurde, wenn du mal die Wählerzahl noch nimmst und die, die ihn nicht gewählt haben, nicht einmal 20% der Bevölkerung wollten, die ihn als Kanzler haben. Kann man ausrechnen. Das ist ein reines, ganz normales Rechenbeispiel. Ja, ja. Aber was jetzt dazu kommt, dass die lügen. Dass das schlichtweg alles, was sie versprochen haben, ist Lügen sind. Das sind nur machtgeile Tierchen. Cut! Was sind die jetzt? Was ist hier und jetzt? Was sind die jetzt? Das sind Gedanken, die wir uns denken. Ja. Wo sagst du jetzt, ich nehme die Schuld auf mich? Ja. Du musst das jeden Moment dir bewusst machen, dass ein Gedanke in dem Moment entsteht, wo du ihn denkst und nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, kann was dafür, dass er von dir so ausgedacht wird, bloß ich denke mir den jetzt richtig aus. Richtig meine ich nicht gut. Hm. Sondern es sind Politiker, es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Genau. Es sind machtgeile Tierchen, denen vorzuwerfen, dass sie käuflich sind oder was auch immer. Es wird so sein, wie ich es denke. Das ist aber nicht interessant. Für interessant ist, was bin ich und was sind meine Gedanken. Genau. Ich bin immer, und die sind schon wieder weg, wenn ich sie nicht denke. Wie habe ich dieses Selbstgespräch begonnen? Wie unendlich krank und geistlos bin ich eigentlich selbst? Jetzt haben wir ja vier verschiedene Ichs. Welches Ich von meinen vier Ich meine ich, die ich mir jetzt ausdenke? Blaue. Wie krank und geistlos bin ich eigentlich, wenn ich mir irgendwelche Arschlöcher ausdenke, machtgeile Politiker ausdenke und mich jetzt gnadenlos drüber aufricht, dass die so sind, wie sie von mir gedacht werden? Das solltest du wiederholen. Tausende Male wie Hare Krishna, dann wirst du vielleicht irgendwann einmal wach. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. So, diese Volkssouveränität ist doch jetzt hundertprozentig sicher. 100% Geist, göttlicher Geist, das ist das bewusste Ich, das sind wir zwei. Nur eine von dir Geistesfunken, das bist jetzt bloß das Ich, das träumt. Ich erkläre dir als JCH, was du zurzeit in dich selber magst, dieses Ich, wo ich gesagt habe, wie wahnsinnig bin ich eigentlich, wenn ich mir irgendwelche ausdenke und mich dann aufrecht auch Situationen ausdenke. Es geht nicht nur um Menschen, es ist Kriegsgefahr. Das ist doch jetzt nur ein Gedanke. Die Ukraine-Krise ist doch nur ein Gedanke. Und Angst davor habe. Ich sage, ich bin doch immer. Es ändert sich doch an mir nicht das Geringste, wenn sich meine gedanklichen Gedanken, wenn meine Information, meine Oberfläche verändert. Ja, ja. Nichts verändert sich an mir. Es hat sich ja noch nie seit Äonen nichts an mir verändert, wenn du ich bist. Ja. Wenn du wach geworden bist. Okay, es ist hundertprozentig sicher nur flackernd. Ein flackerndes Licht, ausgedachtes Licht, Existenz einer aufgespannten Berechnung. Eine von dir Geistesfunken, de facto hier und jetzt ausgedachte geistlose Masse. Masse ist übrigens Gnide. Ja. Und Gnide, was ist Gnide? Wir können uns das einmal anschauen, was Masse ist. Auch ein Teig. Kennedy. Kennedy, genau so ist es. Eine große Menge, das ist einmal das Erste. Das heißt, das ist einmal ein dickflüssiger Birei. Birei hast du im Spiegel oder im Kopf des Schöpfergottes, wenn man das RAI schreibt. Ist eine Fülle, eine Gesamtheit. Und das Ganze, diese Masse, ist ein ungestalteter Stoff, ein Klumpen. Das ist meine 200 Gramm rote Gnede. Klumpen. Und diese Gnede wiederum beginnt mit Ken. Das heißt, wie existierend. Das ist einmal das Fundament, F-Unda. Etwas sich überlegen und Lügen verbreiten. Mendior und Ede. Das schreibt sich ja so. E-T-E. Und das ist hier und jetzt. Genau genommen ist es nun, das sind zwei Existenzen, Wellenberg und Wellendorf. Das ist Physik. Göttliche Physik. Also sind jetzt de facto, das heißt de facto, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die Tat besteht darin, dass du das jetzt denkst. Ja.
Das ist das, was du tust. Das ist die Tat. TAT übrigens, wieder sind zwei Erscheinungen und der Schöpfer in der Mitte. Ausgedachte, geistlose Masse von Säugetieren. Was sind die Menschen jetzt, wenn du sie denkst, wenn du dir die körperlich denkst, das sind Trockenhausen auf dem Körper. Du denkst ja nicht einmal an den Programm in den Hintergrund. Genauer Menschenaffen. Noch genauer Primaden. Bitte sprich weiter. An der Tür läutet. Ja, das sind Primaden. Beachte, Pri, haben wir gerade schon gehabt, ist eine Frucht, ein Erzeugnis von dir selber. Maden, ganz interessant, das ist das Totenreich. MT, Gestalt gewordene Existenzen, die zu existieren anfangen. Das ist erst einmal eine Gabe, ein Verlangsamen, ein Geschenk des Totenreiches. Ihr Totenreich. Du lebst als Affe unter sterblichen Affen in einem Totenreich und dieses Totenreich befindet sich in dir träumenden Geist. Du bist die Quelle dafür, dass du dir das jetzt ausdeckst. Ich rede nur an einen Geist. Meine Botschaft richtet sich an den träumenden Geist, nicht an irgendwelche Antagonisten in deinem Traum. Diese Unterwelt, in die du dich selbst hineindenkst als Brösel, das ist eine tödliche Krankheit. Das steckt da alles drin in diesen Worten. Das heißt, der wissende Intellekt kann man das auch übersetzen. Ihre Pi-Unterwelt, die tödliche Krankheit. Und Medim, die Leute, die Menschen, sind die gestaltgewordenen MG, die gestaltgewordenen Erscheinungen, die Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Willst du nicht wach werden? Ein Spiel, ich spiele mir zwei allein. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Niemals irgendwelche Figuren, die kannst du auch nicht retten. Wie definierst du Retten? Dass die ewig existieren? Existieren tut in dir nur das, was du jetzt denkst oder anschaust. Und jeder neue Gedanke zerstört es, holt es wieder heim. Das ist das Spiel. Diese von ihren Egomanie und von Wünschen und Ängsten getriebenen Menschenaffen. Jetzt kann man das Wort Egomanie anschauen, wenn man das anklickt. Machen wir ganz kurz, die Zeit nehmen wir uns. Das kommt von Ego, von Ich. Und griechisch Mania ist eine Raserei, eine Ich-Sucht ohne Ende. Allen voran die, die meinen, die wüssten, was richtig ist. Die ganzen Moralisten in deiner Welt, die demonstrieren oder die gegen die Demonstranten sind. Eine krankhafte Selbstbezogenheit und Zentriertheit, das ist auch die Quelle von Angst. Weil dieses Ich, dieses Ego versucht sich zu schützen. Auf Teufel komm ihm nicht heraus. Das ist der Teufel. Der Zweifel ist der Teufel. Von Wünschen und Ängsten getriebene Menschenaffen wählen ihre ebenfalls von Egomanie getriebenen Politiker. Das sind die Parasiten, die Schmarotzer und die Speichellecker. Kannst du jetzt auch Paradismus, Wortgeschichte auf Wikipedia nachschauen. Selbst zu ihrer politischen Elite. Diese Politiker-Idioten, auch die Wissenschaftsidioten, die theologischen Idioten, die sich Bischof oder Priester was nennen, sind nicht schuld, dass sie von ihren Wähleridioten zur eigenen Elite auserkoren wurden. Wer ist schuld? Der sich das ausdenkt. Genau. Schuld. Wer ist dann schuld? Ist die von dir geistesfunk de facto hier und jetzt ausgedachte, vom Kapital gesteuerte, angeblich seriöse freie Presse schuld? Wohlgemerkt, von dir ausgedachte freie Presse. Seriös und frei, ein Widerspruch in sich selber. Lateinisch Kapital, Kapitalverbrechen, Todesverbrechen. Deines eigenen Kapitalverbrechen besteht darin, dass du Geistes von Gottes Kind als Adam, ich gleich Attrappe. Schau dir das an, APPE, PP ist FF. Du bist, wenn du an den Affen, an den Körper denkst, an den du jetzt denkst, der jetzt vom Computer sitzt, in dessen Kopf du dich befindest, hinter den Augen, vor dir zwei Augen, über dir eine Schädeldecke, vor dir eine Nase, 45 Grad unter dir von dem Mittelpunkt des Schädels ein Kien, ein Kain. Du bist nicht dieser Affe, der du zu sein glaubst. Gall ist nur eine Welle, ein Gehirnlicht, ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität als raumzeitliche Erscheinung. Dass man Geld zum Überleben benötigt. Geld sind Wellenöffnungen, das stimmt dann irgendwie, weil GL heißt Welle auf Hebräisch, dieses Gehirnlicht öffnet sich in vier Phasen. Das ist das D. Das sind die vier Phasen in unserem Einheitskreis. Und über das äußere Leben, du benötigst für dein äußeres Leben überhaupt kein Geld, du benötigst ein Programm, dass du Wellen aufschmeißen kannst.
Und das sind jetzt so Kleinigkeiten, wenn wir hier reingehen. Was habe ich denn da laufen? Schauen wir mal schnell, was konnte, was ich da rumgestellt habe. Auch der neue Kanzler ist wie der alte Kanzler und der alte Finanzminister vom Waldheim-Syndrom erfasst. Ich kann mich an nichts erinnern, ich war nicht dabei. Lautet der einzige Stehsatz, den man nie einmal entlocken konnte. Eigentlich brandgefährlich, wenn die Regierungsmitglieder nicht mehr wissen, wer sie sind und was sie überhaupt tun. Das ist wie unser Scholz, ich kann mich nicht erinnern. Wir scholzen jetzt. Ich sage es auch einfach, ich kann mich nicht erinnern. Ja, wenn der an Alzheimer krank wird, kann er dafür keinen Bundeskanzler machen. Der Urschuss nimmt Fahrt auf, wenngleich auch medial von anderen großen, wichtigeren Themen verdrängt. Denn wen interessieren schon die Korruptionisten der Regierungsparteien, wenn sich die Augen auf Russland und die Ukraine richten? Ähnlicher geht es dem Leibthema der letzten 2 Jahre. Corona gibt es offenbar auch nicht mehr. Die Weltenpest wurde besiegt. Sie ist verschwunden. Ich übrigens eine kleine Zahl nochmal, Corona. Ich mache jetzt einfach nur die Zahl Weißenburg-Krankenhaus. 2 Krankenhäuser im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Corona sieht folgendermaßen aus. Das Spiel Corona hat begonnen und ich rede von offiziellen Zahlen. Du kannst es im Internet nachlesen, aus dir rausholen. April 2020 bis Dezember 2021 sind in diesen 2 Krankenhäusern 100 bis Dezember 156 Menschen mit oder an Corona gestorben. Mit oder an. 156 in 2 Jahren. Ich behaupte jetzt einfach mal, jetzt ausgedachterweise ganz bewusst von den 156 Menschen, oder ich mache nochmal dazu, ist nicht einer wirklich an der Krankheit Corona gestorben. Sie hatten nur den Coronavirus in sich. Die meisten waren Herzinfarkte, was halt so stirbt, und eine schwere Grippe. Ab 1.1.2022 bis jetzt, das heißt die letzten 3 Monate, ist hier die Zahl konstant bei 160. Das heißt, das letzte Vierteljahr, jetzt ab Januar bis jetzt, ist immer noch exakt 160 mit oder an Corona. Das heißt, das letzte Vierteljahr ist nicht ein allereinziger in diesen 2 Krankenhäusern gestorben, den Coronavirus in sich getragen hat. Das heißt, es gibt offensichtlich da überhaupt nicht mehr, obwohl der Inzidenz extrem auf über 2000 liegt. Jetzt mache ich den nächsten Schritt. In die letzten, das nehme ich jetzt einfach einmal als Behauptung, stelle ich hin, dass jetzt massiv zurzeit über 12 Ärzte und Krankenschwestern heimgeschickt wurden, obwohl sie nichts haben, weil sie Corona-positiv sind und die haben keine Pflege und keine Ärzte mehr. Weil getestet wird auf Teufel komm heraus. Aber ich kann jetzt die Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen steigern ohne Ende. Hören wir das Kerlchen noch ein an, der ist muffig. Zumindest denkt keiner in diesen Zeiten an den Abstand, die Maske oder den Immunstatus des Nächsten. Gottlob, ein gesellschaftspolitischer Fortschritt, wenngleich wir weltpolitisch ins Mittelalter zurückfallen. Der Krieg in der Ukraine bringt uns täglich die Bilder von Tod und Terror. Und keinen Menschen lässt das Schicksal der vielen Unschuldigen kalt. Wohl der Tod, die Unschuldigen, die sind alle unschuldig. Die Bilder, B-I-L-E-T-R, im Kinder weckt, sind auf einem Monitor, die sind auf einem fetzen Papier für dich in deinem Traum. Wenn sie überhaupt existieren, existieren sie hier und jetzt in deinem Kopf und dann nur als Illusionen. Und die Menschen, die du dir denkst, was sind die Menschen jetzt? Es sind Gedanken, kann der Gedanke von dir leiden? Meinst du, dass ich liebender Gott zulasse, dass irgendwer, den du dir ausdenkst, leiden könnte, der ja nichts dafür kann, dass du ihn dir leiden denkst? Der Einzige, der leidet, ist der, der sich den Kack ausdenkt. Ja. Das bist du. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du leidest. Nur der Geist, der träumt, empfindet was, ist empfindungsfähig. Nur Geist kann was empfinden und erfahren. Niemals irgendwelche Informationen, irgendwelche Wellen, die in dir auftauchen. Das ist übrigens hundertprozentig sicher und jedes Kind kann das sofort überprüfen, wenn ein Geist im Hintergrund der Maske steht. Während in der Ukraine der Krieg tobt, der Leben nimmt, tobt in unseren Breiten der Medienkrieg, der Wahrheit raubt. Denn es ist doch so, dass die Wahrheit das erste Opfer eines Krieges ist. Und so wird nicht mehr informiert, sondern Meinung gemacht und auch nur jede Meinung geduldet, die gerade als umwog gilt. Und die Manipulation ist Manipulation. Autor: Jeder, der die Gründe für Krieg nachvollziehen kann,
wenngleich er auch den Krieg zutiefst ablehnt, ist ein Putin-Versteher und daher ein Kriegsverbrecher. Jeder, der sich für Frieden, einen Waffenstillstand einsetzt, ist ein Russland-Versteher und gibt den Forderungen des Schlechters von Moskau nach. Jeder, der nicht pauschal ein ganzes Volk zur Stunde an den Pranger stellt, ist ein Kollaborateur. Was vor wenigen Wochen noch der Querdenker, Covidiot oder Schwurbler war, ist nun eben der Putinist. Dabei wäre es an der Zeit abzurüsten, statt aufzurüsten. Es wäre an der Zeit, die Spirale der Eskalation zu beenden, für Waffenstillstand zu sorgen, den Frieden einzuleiten, und zwar auf allen Seiten, die sich die letzten Jahre nicht mit Ruhm bekleckert haben. Es wäre an der Zeit, die elenden Gründe, die zu einem verachtenswerten Krieg geführt haben, zu beseitigen, anstatt nur für weitere Gründe der Verlängerung zu sorgen. Es wäre an der Zeit für den grünen Tisch, die Verhandlungen und Gespräche. Lassen wir uns wieder rhetorisch streiten und die Raketen in ihren Bunkern. Denn das Gegenteil davon wäre die totale Apokalypse. Nach wenigen Wochen eines verheerenden Flächenbrandes weiß niemand, wer begonnen hat. Aber es wissen alle, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Und wie so ein Friede aussehen könnte, liegt auf der Hand. Die Russen beenden ihre kriegerischen Handlungen und ziehen sich umgehend aus der Ukraine zurück. Die Ukraine ihrerseits stellt sich neutral, beerdigt ihre NATO- und EU-Ambitionen. Und das ist jetzt der faule Kompromiss. Die große Schwierigkeit dabei ist, dass man dann wieder einen Normalzustand herholen will. Und ich bin auf faule Kompromisse eingegangen. Und dann geht das Spiel bis in alle Ewigkeit weiter, ohne dass du in eine geistig höhere Ebene aufsteigst. Die Gefängniszelle ist wieder zugefallen. Du hast dann wieder wie einatmen, ausatmen. Du hast eine Phase von Frieden. Dann hast du wieder einen Krieg. Dann hast du wieder, bist du gesund. Dann bist du krank. Dann bist du glücklich. Dann bist du traurig. Dieses Spiel spielt sich auf dieser Ebene bis in alle Ewigkeit weiter ab. Obwohl es ganz anders sein könnte, aber mit einem neuen Programm. Du benötigst ein neues Programm. Faule Kompromisse führen immer wieder in neue Einseitigkeit. Das heißt, man muss sich für was öffnen, was vollkommen neu ist, wo deine Logik nicht hinkommt. Das ist die Sache mit dem Horror. Du brauchst ein höheres Betriebssystem, das ist Solo-Feeling. Das wird sich in dir installieren, wenn du anfängst, dich damit zu beschäftigen. Wenn du die Reife hast, wird das irgendwann nochmal der Fall sein. Wann? Jetzt. Jetzt. Es wird in der Zukunft nie was passieren. Du wirst bis in alle Ewigkeit immer wieder aufwachen, wie im täglich grüßt das nur mit dir, bloß mit einem feinen Unterschied, wenn du nicht verstanden hast, worum es mir eigentlich geht, nämlich, dass du erkennst, dass du ewiger Geist bist, gehörst du zu denen, die in der Vergessenheit das erleben und nicht erleben gleichzeitig. Alles, was die von dir ausgedachten Menschen erleben, erlebst bloß du. Kein anderer. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und das sind jetzt so diese Stellen, wenn du hier reingehst, der ganze Aufbau. Wenn wir hier runterfahren, hier auf dieser Seite, das sind jetzt so Einträge, man muss sich einfach nur Zeit nehmen. Frieden ist immer da, wo du Geistes von ganz eins bist mit dir, das heißt mir. Das ist das hebräische Wort M-I-R. Mir. Entschuldigung, Russisch. Russisch. Das ist das russische Wort. Und Russisch ist Ross. Ich. Russ, O-S-U. Das ist eine Sprachübersetzung. Frieden ist immer da, wo du Geistes von ganz eins bist mit mir. Das ist es. Russisch, Frieden, Deutsch. Mit mir selbst, mit uns. Ja. Da kann man dann reinschauen. Dann Silenzium, die Ruhe, die Stille, das Schweigen, das ist der Sabbat, der Sabbat auch. Sehr interessant. Jetzt kriegen wir schon das Hüben 4 und Hüben 4, beziehungsweise die Reihe griechisch geschrieben. Das sind jetzt Videos, wo das drauf eingeht. Das sind lauter solche Einträge. Das sind Weisheitslehrer. Da haben wir BRG, heißt immer weckten Geist. Das ist der Wellenberg, der besteht aus Wasser. Und in dir, in dem, der immer ist, symbolisch gesehen, ist die All. Das ist die erscheinende Schöpfung von diesen ständig wechselnden Lichtern. Das sind jetzt viele so Kleinigkeiten, die hier ein Wunder nach dem anderen bringen. Das sind so vom Weißenbuch-Vortrag diese Far Cry 5, das Ende. Das sind Stellen aus Videospielen, Computerprogrammierungen. Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen aller,
Das sind Videospiele, computeranimierten, wo du Rollen spielen kannst, die hier schon nahezu fotorealistisch sind. Die haben so unendlich tiefe Botschaften. Die Welt spricht zu dir durch jedes Lied, durch jede Kleinigkeit, die in dir auftaucht. Das ist das, was mit den Ohrenbohrungen passiert. Das ist dieses Prinzip, beschreiben alle Weisheitslehrer von Plus und Minus, Krieg und Frieden ist eigentlich nur Plus und Minus. Aber beides zusammen ist die Welle. Ihr wollt nur den Wellenberg, aber kein Krieg, kein Tal, kein Aufgeben. Ihr wollt besitzen, aber nicht hergeben. Du kannst nicht nur einatmen, du musst auch ausatmen. Wobei das in der Transversalen ja gleichzeitig passiert. Schau das kleine Bild an. Bin ich oft drauf eingegangen. Du kannst nicht nur essen, du musst auch kacken. Versuch doch mal bloß zu essen. Und jetzt hast du hier natürlich, jetzt wenn wir in diese klassische Mythologie reingehen, das ist so alte christliche, müssen wir uns alles, da steht um Jahwe, das müssen wir jetzt alles lesen. Wenn du das jetzt genau anschaust, ein uraltes Bild, da hast ein Shin und unten ein Daf in dieser alten Zeichnung. Und dann haben wir hier, da steht Shaddai, das habe ich rot gelesen, das heißt, wird als Allmächtiger übersetzt, Krishna ist schwarz. Und dann schaust du hier dann, wenn wir das Bild wieder umschalten, was für ein Bild, ich blende dann einmal nach oben, was für ein Bild über meinem Kopf ist. Vielleicht siehst du es jetzt schon, sieht man, Helene? Ja, ja. Das ist genau das rote Shin. Das ist uralt. B. Roshid, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Heute haben wir es ja. Ja, genau. Das ist genau dieses Zeichen, das ich hier an meinen Kopf trage. Das heißt, dieser Koordinator, die Mitte, der absolute Mittelpunkt, das spiegel ich jetzt. Wir müssen immer von rechts nach links und von links nach rechts lesen. Erinnere ich, was ich für mit wie ich begonnen habe. Dasselbe machen wir mit dem hebräischen Wort für das Zentrum. Das ist Seger, das ist das Männliche. Dann Elka, Kaf, Sain, gespiegelt. Und dann schaust du dir das einmal, was da drin steht in diesem Mittelpunkt, in dem sich das Ganze spiegelt. Es ist eine Matrix, es ist eine Zahlenstruktur. Wir machen hier kein Wischiwaschi-Kabbala mit Raumzeitlichkeiten und Gedenken, wo man den tiefsten Hintern Grund nicht verstanden hat. Ja. Schau, das ist hier der Seger, rückwärts gelesen ist der große Koordinator. Die Koordinaten. Ordinator, was heißt ein Koordinaten? Das Koordinatensystem in der Physik. Das ist ein lückenloser Zusammenhang, co-zusammengeschmissener lückenloser Zusammenhang. Das ist der Spiegeltunnel. Wir haben einen Spiegeltunnel, den wir quantisieren. Das ist Max Planck, das Wunder der Gestaltwerdung. Planck, 1900. Spiegel, Spiegel, Lämpchen, Spiegel, Lämpchen, die genau genommen aber eine Illusion sind, wenn du in einen Spiegel. Die sind nur ein einziges Licht. Das ist unendlich viel Wissen, das du nicht wissen musst. Und das Ganze hier übrigens, Arjuna, ist das hebräische Wort Leben, heißt Weiß, das Weib, das Weiße. Du bist eingehüllt in dein Wissen, in dein Weib, in die Frau. Der Mann steckt in der Frau. Und Krishna ist der Schwarze, der dann das, wieder das Weiße in sich trägt. Das Ei weiß. Und ganz innen ist dann Gel, der Geist Gottes. Gel, gelb. Das hebräische Wort Krishna, auf Hebräisch ist ja Gott, hast Schwarz, Schwa, heißt nichts. Ein Nichts. Ist eine, immer im Schöpfergott eine Geburt. Die geht hier in vielen, vielen Kleinigkeiten. Wie gesagt, dieses Manuskript, ich kann es ja eventuell unten mit anfügen. Bitte. Da muss man sich Zeit lassen und muss Grundlagen wissen. Jetzt habe ich hier diesen Propheten, einen Amerikaner mit der amerikanischen Flagge, der sagt, er wurde von der geistigen Welt in die Weltgeschichte, um den Deutschen zu zeigen, wie wichtig sie sind, die Deutschen. Liebe Geistesfunk, ich als Wächter eurer Mauern bin von Gott, ich UB gesandt. Es ist ein Pixelmännchen, es ist ein Amerikaner, der kann nicht einmal Deutsch. Aber er klärt schonungslos auf, das, was er behauptet, den wir uns jetzt ausdenken, das ist natürlich eine Figur in deinem Traum. Cut. Ein ausgedachter Mensch, den ich in dir auftauchen lasse. Weil ich dich nämlich träumen lasse. Ich bin von UB gesandt, um zu klären, was dieser Geist, der blaue Geist ist, um seine Ziele und Aktivitäten ans Licht zu bringen. Dieser Geist, der deine Politiker antreibt, der die Amerikaner antreibt, was das für ein Geist ist. Dieser Geist liegt in einem ständigen Kampf mit Gott. Dann habe ich jetzt immer dieses Geist, bewusster Geist oder nur ein Gehirn, ein Intellekt. Das ist doch dein Gehirn. Der Geist der Welt bewertet Menschen. Menschenaffen blau nach ihrem Reichtum und nimmt an, dass jeder käuflich ist.
Nur Affen, nachäffende Affen sind käuflich, die nicht wissen, wer sie sind. Du Geist hast es nicht nötig, käuflich zu sein. Du bist alles, das bedeutet Holofeeling. Ein Kampf zwischen dem Stolz und dem Ego des reichen Mannes einerseits und der Liebe und der Allgegenwart, Allgegenwart. Ich bin immer hier und jetzt andererseits. Du bist selbst daran schuld. Ein Kain, kein anderer. Der große Kampf zwischen Christentum und Materialismus wird in der Seele der Jugend ausgetragen, in der Seele meiner Geistesfunk. Dass er sich selbst als die christliche Persönlichkeit, habe ich jetzt violett gemacht. Ja. Ein Adam, rot-blau gleichzeitig, denk- und ausgedachtes, träumender Geist und Traumwelt, begreift, die ihr Leben vor Ich, OB, vor Gott zu verantworten haben. Du hast es vor mir zu verantworten. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden, den du dir ausdenkst. Und verstrecke deine Richtersprüche, die negativen wie die positiven, an dem, der du zu sein glaubst, in deinem Traum, weil du das erlebst, erfüllen und erleiden musst, was du selber in dich erschaffst, hineinerschaffst. Mhm. Die deutsche Seele, die deutsche Seele lebt. Ihre heilige Ehre ist vollkommen intakt. Göttliches Sein, gespiegelter Akt. Violett gemacht, weil plus minus nicht einseitig blau ist. Das Geheimnis der angeblichen neuen Weltordnung. Kann man das Video anklicken. Denk dran, ich OB habe dir immer nur Engel geschickt. Ja. Der Omega-Bund. Was hast du denn? Zuhören, das ist kein christliches Geschwätz. Genau zuhören, was da erzählt wird. 86, 45, hochinteressant, gespiegelt 68, UB. Ja. Und der Adam. Das kann man da einfach mal lesen, wirklich lesen. Da muss natürlich die Grundlagen verstanden haben. Das geht jetzt dann noch um einiges runter und jetzt schauen wir uns da die letzten zwei noch und dann lassen wir es wirklich gut sein. Das ist dann immer wieder auch dieser Christusfisch, der ich ist. Zeigen haben wir ja tausendfach in allen Variationen, wenn man in die Holoarithmetik reingeht. Das ist der Koi, das war die Sache mit dem Koi-Karpfen. Ja, Koi-Karpfen. Das ist Koi, schau, was da steht, das kann ich Koi aussprechen. Das A ist ja alle Vokale. Denk zum Beispiel an das Wort Osen. Mhm. Das Osen wird mit an alle vorne geschrieben. Das heißt übrigens das Ohr, die Ohrenbarungen. Das heißt wie der Schöpfergott, wie eine Insel aus Wasser. Das Ganze erst 31 ist all und leise auseinandergeschmissen. Implosion, Explosion. Pyramidenwert 72. 72 setzt sich zusammen. J, J, H, J, H, W, J, H, W, H. So ist der Pyramide heraufgebaut. Dann der Genom. Was ist GE-Quadrat? Nomen ist Omen. Das sind die Reihkarpfen, die Spiegelkarpfen. Wir gehen in allen, in die Chemie. Überall zeige ich dir, dass du ein absolutes Verbindendes Parameter ist, das ist die Erkenntnis von Holofeeling. Das ist, dass die zum Beispiel, wenn ich immer sage, die so und so viel, die zusammengesetzte Zahl, die so und so viel, die Primzahl, selbst diese Ebene, der Platzhalter, wird lückenlos arithmetisch in einen riesengroßen Bastelstück zu einer absoluten Eins vereinigt. Das ist göttlich. Das ist göttlich. Das sind die Wunderworte, die sich immer wieder wiederholen. Das ist alles in dir drin, dieses ganze Wissen ist in dir drin, der Allmächtige. 1892, 18 ist ich und 92 ist das Dodo. Das Dodo, ja. Schildkröte. So, und jetzt das, die letzten zwei. Ich UB bin der Bäcker und das B rot, das heißt im Adam, weil rot hast ja auch Adam des ewigen Lebens. Schau her, das hebräische Wort für Bäcker 86 ist UB. Es gibt keine Zufälle. Es gibt noch ein zweites Wort für Bäcker. Dein Bäcker ist Testudo. Das hat den Totalwert 92. Kannst du in jedem. Das ist Testudo. Ja. Ihn hat der Vater mit seinem Sieg L, der Sieg Gottes mit seinem Bettschaft, ich werde dich betschieren, beglaubigt. Ja. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Das ist Holofili. Ja.
Denn ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel beglaubigt. Was? L. Auf Bohemien heißt es Bettschaft. Genau. Müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Ich bringe dir die Offenbarungen. Diese 25.000 Seiten. Mit den großen Geheimnissen deiner Physik, deiner Weltschöpfung, alles, was dazugehört. Ja. Danke. Das Himmelsbrot, 33,39. Kundgabe, 3.000. Kann man anhören. Eine Badadudi, die ich mir ausdenke, die hat das geschrieben, was ich ihr schreiben lasse. Und ich benutze erst einmal dich, dass ich dir das denken lasse und dann kommt es aus dir. Das ist diese Schichtung. Wahrlich, ich sage dir, eh, Abraham war ich. Habe ich als Jesus gesagt, als UP sage ich, als Udo Petscher sage ich, der Jesus war ich. Und ich erkläre dir jetzt, ehe es den Udo in deinen Traum gibt, bist du. Du musst jetzt erst einen Udo Petscher ausdenken. Du musst dir auch an Einstein, an Abraham und an Jesus ausdenken. Das heißt, die Hierarchie, du träumender Geist, stehst vor allem, was du dir ausdenkst, hierarchisch davor. Du bist sogar mächtiger wie ein ausgedachter Gott, weil du erschaffst einen ausgedachten Gott und bestimmst dann, ob es den gibt oder ob den nicht gibt, ob er mächtig ist, ob er gut oder böser Gott ist, ein Satan ist, egal was. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Fakt ist, wir Wissenschaftler haben keine Ahnung, warum es Materie gibt. Harald Lesch, Originalzitat. Ein neues Experiment hat bestätigt, was Einstein schon vorhergesagt hat. Dass nämlich Licht sich in Materie verwandelt. Also Licht ist das geistige Licht. Ja, genau. Das ist das ganze Geschwätz, was er nachäfft, wo er keine Ahnung hat. Wir gehen, wir Geist haben die absolute Weisheit von UB 86 Alum in uns. Wir Geist wissen darum auch, wie wir in uns selbst wirklich funktionieren. Wir Geistesfunk. Das heißt, wie wir aus uns selbst unsere ständig wechselnden Informationen in uns selbst hinein und wieder herausschöpfen. Ich denke mir in mir was hinein aus meinem absoluten Innersten und schöpfe das aus diese Information wieder aus mir heraus in diesen absoluten Mittelpunkt hinein. Das ist wie eine Art Mendikugel. Das ist die Umformung der 200 Gramm roten Nägel. Diese Energie, die ständig verändert wird, diese Energie ist auch Licht, Energie nur ein anderes Wort, die ständig in eine andere Form umgewandelt wird, ohne dass sich an ihr selbst was verändert. Was verändert sich an dir träumenden Geist, wenn sich deine Informationen verändern? Nichts, weil du ein absolutes Nichts bist. Wobei, interessant, wo heißt I und BI heißt im Nichts. Wo, das deutsche Wort wo, schreibt sich AI. Wobei, ausgerechnet bei der Beschreibung des Allergrößten, Lehrer heißt auseinandergeschmissene Berechnung, das ist Gott. Eros, wissen wir, der Geist ist J, Ros ist Sus, ist Jesus, denn ist 10, der kleine Gott. Da hat der ausgedachte Einstein laut Professor Lesch einen gewaltigen Irrtum begangen. Wenn du das hörst, der sagt, Einstein hat einen riesen Irrtum begangen, das stimmt aber nicht. Einstein nahm laut Professor Lesch nämlich an, da zitiert er in dem Video vorhergehend, nämlich, dass göttliche Universum schon immer da gewesen ist. Also Lesch behauptet, das Universum war nicht da, bevor der Urknall geknallt hat. Und Einstein hat gesagt, das göttliche Universum war schon immer da. Jetzt habe ich das so schön geschrieben. Einstein nahm laut Professor Lesch, also dieser Professor Lesch denkt sich einen Einstein aus, das macht jetzt natürlich, weil wir uns das denken, dass der Lesch das sich denkt, weil er das ja in dem Video behauptet, das Pickelmännchen, der Lautsprecher. Merkst du, wie genau du werden musst, wenn du mir geistig folgen willst? Ja, ja. Dieses Pickelmännchen behauptet, dass wir uns wohlgemerkt ausdenken, ein Antagonist in unserem Traum, eine Erscheinung in den Traum, die von uns erschaffen wird. Nämlich an, dass das Göttlicht E, dieses Göttlicht E Quadrat, ich und du, Universum, habe ich jetzt W und V, schau, wir zwei sind verbunden, Waff, ein einziger erwachter Geist. Und das rote Sum, Assumarum, und jetzt mache ich nochmal blau, das blaue Uni, aufgespannte Existenz eines Intellekts, ist bistabil erwecktes, raumzeitlich aufgespannte Gestalt. Bistabil heißt entweder hell oder dunkel, entweder gesund oder krank.
Rot gelesen, Universum heißt in eins gekehrt. Und wer ist diese Summa Summarum schon im Meer da, geistiges Wesen ist, immer ein geistiges Wesen ist und immer ein geistiges Wesen sein wird. So muss man das lesen. Ja. Jetzt schauen wir mal kurz in diesen Summa Summarum rein im Lateinischen. Das ist das erste Mal Summa Bonum. Summa Summarum ist die Summe aller Summen. Das H Quintessenz UB EL Quadrat ist GE Quadrat Ergebnis. Ben. Siehst du, was da steht? Das ist die Quintessenz des UB. Dann hast du einen erweckten Geist, okay, GE Quadrat, und das ist Ben, das ist der Sohn, und das ist das göttliche Bewusstsein, das ist das Hauptergebnis. Ich habe jetzt nur diese Worte hier preisiert. Wenn du das im Hintergrund hast, ist es komplett im Klartext da. Das Ergebnis aus allen vorherigen meistverwendeten im Sinn von insgesamt alles, alles in allen. Genau. Der Urheil, bevor er geknallt hat, ist Gott. Es sind alle die Kollektion aller Kollektionen, und wir haben doch festgestellt, der Kollektion kannst du eh nicht sehen. Wir müssen aus einer Kollektion eine Kollektion uns ausdenken, die wir immer noch nicht sehen, aus einer Bibliothek, Bücherregal, aus dem Bücherregal ein Buch, aus dem Buch eine Seite, aus der Seite eine Zeile, aus der Zeile ein Wort, und aus dem Wort müssen wir jetzt erst einmal schauen, was in dem Wort alles drinsteckt, und indem wir das durchdenken, entstehen einzelne Vorstellungen und Bilder, die wir sehen. Summum bonum ist das höchste Gut. Gut habe ich dir gerade schon gesagt. Das ist Dorf. Gespiegelt auf gespannte Polarität. Das höchste Recht und die höchste Ungerechtigkeit. Das sind die zwei Seiten mit Plus und Minus. Wird jetzt zu weit führen, aber schauen wir dann noch weiter. Dann haben wir hier das Uni, Universum. Kann man anklicken, immer rot-blau lesen. Das ist der Trick dabei. Ja. Rot gelesen ist es verbunden, sein Gottes, eins. Der träumende Geist, der immer ist, ist mit all seinen Gedankenwellen verbunden, und selbst die Wellen, die in ihm auftauchen, sind immer durch die Symmetrie einer Welle, plus minus, genau genommen, arithmetisch gesehen, nichts. Dieses Nichts ist der Mittelpunkt in der Camera Obscura. Dick. Und Camera heißt nochmal ein Gewölbe, das ist dein Gesichtsfeld. Die Kamera ist eigentlich ein Gewölbe, das wölbt sich aus dir heraus, und das Obscure ist Krishna, das ist die Finsternis. Das ist das ganze Licht vereint in einer Einheit. Mhm. Addive Farbmischung. Ja. Wird alles schwarz. Addive Farbmischung macht schwarz, und die subtraktive Farbmischung ist dann das, was du auf dem Monitor siehst. Mhm. Ja. Dass wir dann Einzelteile kriegen, wenn wir es auseinanderreißen. Alles Physik. Das ist klassische Physik, hat alles einen Sinn. Aber nicht so, wie es deine Wissenschaftler dir erklären. Dann haben wir das WFR, das kann man dann anklicken. Ich stelle das mit rein noch. Startpunkt ist 719 Sekunden. Es ist ja alles synchron getimt im Hier und Jetzt. Das Univers Summa Summarum, Totalwert 719, ist übrigens hier, dies, wenn du in den Matrix-Explorer eingehst, das heißt deines Schöpfers. Das Univers Summa Summarum deines Schöpfers hat den Zahlenwert 719. Wobei, ausgerechnet bei der Beschreibung des Allergrößten, da hat Einstein einen merkwürdigen Irrtum begangen. Da merkt man auch dran, egal wie man es dreht und wendet, jeder von uns und auch Einstein ist natürlich auch das Ergebnis der jeweiligen Zeit, in der er oder sie lebt. Alles Geschwätz mit Zeit. Es ist jetzt eine Figur, was du hörst, du machst aus den Worten Cut. Du machst jetzt aus den Worten wieder Vorstellungen mit Vergangenheit. Du denkst jetzt an den Einstein, weil der Lautsprecher Einstein gesagt hat. Du denkst jetzt an Lesch aus, der da außen ist und es offensichtlich irgendwann nochmal aufgenommen hat und so weiter. Schau einfach, was jetzt da ist. Ja. Schau einfach, was jetzt da ist. So, jetzt haben wir aber genug. Hey! Wir haben Besuch bekommen. Welche Freude. Ja, weil ich mich nicht gemeldet habe. Ja, wir lassen das jetzt einmal gut sein. Ich kann immer nur wiederholen, wir werden jetzt die nächsten, jetzt momentan, die nächsten Selbstgespräche werde ich nur wirklich auf Erklärungen belegen und nicht immer wieder dasselbe wiederholen. Du musst verstehen, was du bist, dein Leben weiterleben. Das ist das Allererste. Mach dich nicht verrückt. Du musst Wunder geschehen lassen. Und dich nicht verwirren lassen, dir jeden Moment, am besten alle zwei Minuten, wenn du merkst, dass du aus deinem seelischen Gleichgewicht kommst, sag Cut, was ist jetzt da? Ja.
Wenn du an die Ukraine denkst, wenn du an Politiker denkst, wenn du an Corona denkst, an Impfen denkst, wenn du irgendeine schlimme Nachricht kriegst. Ich sage immer wieder, es sind Geräusche. Es ist, im Anfang war das Wort, das Telefon klingelt, die Sophie hat einen tödlichen Unfall gehabt. Dann schau, was dein Programm macht. Obwohl die ja die ganze Zeit nicht existiert hat, wenn du nicht an sie gedacht hast, denkst du durch diese Worte, die Sophie und die Weisheit hat wirklich einen tödlichen Unfall. Sie hat mit Weisheit nichts mehr zu tun. Es ist Wissen. Es wird die Niederungen des primitiven Trockennasenaffenwissens heruntergezogen. Es ist göttlich perfekt. Und nochmal, du musst dich nur dabei beobachten, wie viele Worte du extrem einseitig auslegst, auch was Charakter anbelangt. Wenn ich jetzt wieder sage, diese Deppen, diese Idioten. Wenn du das als eine Beleidigung definierst, magst du das. Weißt du, was ich eigentlich damit ausdrücke? Weißt du, was andere mit Worten ausdrücken? Da muss ich wissen, was das Wort bedeutet. Das ist unser Thema hier. Was bedeuten Worte? Diese kleine Geschichte, wir haben begonnen mit dieser kleinen Geschichte, taoistischen Geschichte. Das ist das mit dem Pferd. Und wie gesagt, es gibt es in tausenden Variationen. Dasselbe ist die Sache mit den Elefanten, wo die blinden Mönche hingehen, die fünf blinden Mönche. Dieselbe Geschichte gibt es übrigens auch im Arabischen bei den Sufis. Da sind es aber dann Trauben. Und jeder gibt den Trauben einen anderen Namen. Ach, das ist das, das ist das, das ist das. In verschiedenen Sprachen und reden vom selben. Es ist, wenn ich in Perspektiven, in Einzelteilen lebe und nicht mehr weiß, was das heilige Ganze ist. Das ist mein berühmter Kabelstecker. Wenn ich sage, ein Kabelstecker ist ein Auto. Ich sage, stimmt ein bisschen. Ich kann dir zeigen, in einem Auto ist ein Kabelstecker drin, aber ich kann nicht behaupten, dass der Kabelstecker das Auto ist. In einer Küche ist ein Herd, ich kann aber nicht sagen, dass ein Herd der Küche ist. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Du selbst. Du selbst, der Geist, den ich das jetzt alles erzähle. Meinst du, dass das irgendwelche Mächtige, die du dir ausdenkst, die du bisher unbewusst ausgedacht hast, wo du felsenfest davon überzeugt warst, dass die unabhängig von dir da außen existieren und dass die viel mächtiger sind wie du selbst? Wer erschafft die eigentlich und wo sind die, wenn du sie denkst? Und wer bestimmt, dass die so mächtig sind? Du? Jein. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht und ein Geist träumt. Der Kugelschreiber kann sich nicht raussuchen, was er schreibt, und der träumende Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Die größere Frage ist, wieso schreibt der Kugelschreiber das, was er schreibt? Weil der in der Hand eines Malers liegt. Achte mal auf das Wort Maler. Mal heißt von Gott und R heißt erweckt. Der Maler ist der, der dich erweckt in dir selber. Da sind die Ecken jetzt schon drin in unserer arithmetischen Struktur. Und der Geist träumt. Und wieso träumst du, Geist, das, was du zurzeit träumst? Weil ich dir das träumen lasse. In Maßsetzung des Programms, das ich dir gegeben habe, deines Schwamminhalts, deines Intellekts, den du zum Denken benutzt. Was du aber nicht nutzt, dass ich dir noch ganz andere Denksysteme auch gegeben habe, wo dein Intellekt sagt, das ist falsch, das ist verkehrt, das ist ein Blödsinn, das ist gefährlich und mit denen willst du nichts zu tun haben. Das sind die anderen Perspektiven. Und ich brauche zu dem Kabelstecker, brauche ich auch noch einen Motor und Kolben und noch Räder und ein Getriebe, tausend andere Sachen. Und du brauchst zu deinem extrem fehlerhaften Intellekt, mag der noch so aufgeblasen erscheinen, in genau die Feindbilder, die Gegenseiten, die du zurzeit bekämpfst. Du brauchst zur Gesundheit die Krankheit, damit du in die Heiligkeit kommst. Du brauchst zu einem Kreis ein Dreieck, dass du einen Kegelkörper aufbauen kannst, der dann dich über diese flache Sichtweise, diese geistlos flache Sichtweise erhebt in eine neue Dimension. Und du brauchst zu dem Frieden unbedingt den Krieg, um Weiterentwicklung erleben zu können. Der Säugling muss zerstört werden, damit er ein Erwachsener wird, und der Erwachsene muss zerstört werden, damit er ein G-Y-S wird, und der muss zerstört werden, dass ein Gott wird. An dir selbst verändert sich nichts. Du bist immer dasselbe Ich. Rot. Das ist kein religiöses Geschwätz. Das ist göttliche Physik. Das ist göttliches Wissen. Und es ist nur, die Masse wird es nie verstehen. Breit ist der Weg der Masse in die Verdammnis. Und das kann man natürlich jetzt auch wieder spiegeln, dass man da auch wieder zwei Seiten, welche davon dies verstehen und welche nicht. Es ist prinzipiell was Existierendes, wird es nicht verstehen. Ja. Verstehen kann das nur Geist von meinem Geist. Das nenne ich Geistesfilm.
Und da musst du nirgends auf deiner Welt eintreten. Das ist ein intimer Akt. Nochmal, ein intimer Akt ist ein wundervoller Akt. In Time, der sich in einer transversalen Zeit abspielt, in einem transversal schwingenden Licht. Transversal ist nicht räumlich, zeitlich irgendwo hin, sondern ein ständiger Wechsel im Hier und Jetzt. Jetzt lassen wir es gut sein. Es ist gut. Es ist sehr gut.